Einen schönen guten Tag, Freunde des Jungle Drum Radio. Mein Name ist Lars Schall, ich bin unabhängiger Finanzjournalist und heute werden wir eine Sendung zum Thema Geld haben. Und dazu haben wir zwei Gäste. Zum einen den Unternehmensberater und Buchautor Ottmar Pregeta, der in Wien sitzt. Grüß Gott. Grüß Gott aus Wien. Und dann haben wir auch noch zu Gast den Chefanalysten und ebenfalls Buchautor Volker Hellmeier in Bremen. Moin, moin. Ein freundliches Moin, Moin in die Runde, in der Tat, aus Bremen. So, wir werden uns heute unterhalten, vornehmlich über das Geld- und Bankensystem, über die Probleme, die der Euro bereitet und der Wirtschafts- und Finanzkrieg, der im Gange ist. Die Eingangsfrage, und die geht an Sie, Herr Pregeta, wäre: Ist das Geldsystem die entscheidende Weichenstellung, um die Richtung zu bestimmen, wohin der Zug der Wirtschaft, Gesellschaft hinfährt? Und wenn ja, wieso ist das denn so? Naja, ich bin zu 100% dieser Meinung, denn es kann ja nicht sein, dass der komplette Geldschöpfungsprozess, sprich also die Erzeugung des Papiergeldes, und nur darum geht es eigentlich in der Welt, in privaten Händen ist. Das wäre also so, wenn die ganze Energie nur ein Unternehmen hätte und das also privat die ganze Welt oder die Menschen mit Energie versorgt. Detto könnte man das umlegen auf die Erzeugung von Lebensmitteln. Und wir alle wissen, dass also das Geld elementar über Wohlstand, elementar über die Verteilung, über Arm und Reich bestimmt. Und wer das Geld erzeugt, der hat natürlich die Macht. Ich möchte vielleicht auch das Zitat, das Sie sicher kennen, von einem Henry Kissinger bringen, der also meinte, also wer die Macht über die Energie besitzt, hat die Macht über die Wirtschaft. Wer die Macht über die Lebensmittel hat, hat die Macht über die Menschen. Und wer die Macht über das Geld hat, hat die Macht über die Regierungen. Und wenn also diese Macht der Gelderzeugung eben privatisiert ist, zu 99%, basiert ja die Geldschöpfung von den privaten Geschäftsbanken, nur zu 1-2%, nämlich im Sinne der Barreserve des Bargeldes, das die Banken halten müssen, ist das echtes gesetzliches Zahlungsmittel, nämlich in Form von Scheinen und Münzen. Und diese Scheine und Münzen müssen sich die Geschäftsbanken eben bei den Zentralbanken kaufen. Aber ich möchte, bevor wir da vielleicht näher einsteigen, die Frage gleich weiterleiten, wenn ich darf, an den Herrn Hellmeier. Und vielleicht kann er erklären, woher die Europäische Zentralbank die 1.000 Milliarden Euro nimmt, mit denen sie die Banken versorgt hat vor circa 1,5 Jahren, zu 0,75%, mittlerweile 0,5%. Und soweit ich weiß oder informiert bin, sind ja die 1.000 Milliarden eigentlich endlos weiter zur Verfügung gestellt. Woher nimmt die EZB diese 1.000 Milliarden? Also darauf antworte ich gerne. Die 1.000 Milliarden Euro werden aus der heißen Luft geschaffen, aber sie haben schon einen sachlichen Hintergrund. Das heißt, diese Gelder werden zur Verfügung gestellt für die Inpensionnahme von Wertpapieren, von Anleihen. Und insofern ist es im Grunde genommen, wenn man hier über diese Liquidität, diese 1.000 Milliarden spricht, ist es nichts anderes als das langfristiges Geld zu kurzfristigem Geld gemacht wird, das die Liquidität erhöht. Und das ist die Art und Weise, wie heute maßgeblich eben die Liquidität geschöpft wird. Man nimmt aus den Bankbilanzen heraus Papiere, die in Pension gegeben werden, erhöht die Liquidität, die dann kurzfristige Wirkung im Kreditvergabeprozess finden kann oder aber auch im Bereich von Anlagen an Finanzmärkten. Ja, das befriedigt mich jetzt natürlich nur zu 50%, wenn ich da gleich weiterreden darf, Herr Schall. Klar. Ja, nur zu 50%, denn wenn Sie sagen, es werden also Aktien hinterlegt oder sonstige Wertpapiere, na, dann müssen die Banken die ja irgendwann einmal gekauft haben. Das heißt, auch wenn eine Bank sich Wertpapiere kauft, erzeugt sie ja Geld, Geld aus dem Nichts, weil ja die Bank das Geld aus dem Nichts erzeugen kann. Also wenn wir über Geldschöpfung reden, würde ich schon bitten, dass wir ganz zurückgehen an den originären Geldschöpfungsprozess. Und da möchte ich vielleicht so ein Beispiel anbieten, mit dem wir dann also aufsetzen können. Ein Beispiel, das wir sicherlich dann später auch für den Euro brauchen und später vielleicht auch noch für den Finanz- oder Wirtschaftskrieg, Währungskrieg, Verteilungskrieg, was auch immer. Wir müssen also beginnen bei der Wirtschaft. Das Grundverständnis, das wir meines Erachtens durchziehen müssen durch unsere Debatte, dass wir die Wirtschaft aufteilen in die fünf wesentlichen Sektoren.
Der erste Sektor ist die Außenhandelsverflechtung, also Exporte, Importe, Kapitaltransfers, Tourismuseinnahmen und Ausgaben. Der zweite Bereich ist natürlich der Staat, also mit all seinen umfassenden Aufgaben. Und der dritte Bereich, den man jetzt wieder unterteilen muss, ist die Privatwirtschaft. Und die Privatwirtschaft unterteilen wir in den Bankensektor, also Zentralbanken, Geschäftsbanken, in den Nichtbankensektor, sagen wir vielleicht besser dazu, die reale Wirtschaft, also Handelsbetriebe, Friseure, Lebensmittelhändler, Stahlwerke, Autoproduzenten. Und der dritte Bereich, der zur privaten Wirtschaft gehört, sind natürlich die Konsumenten, die Haushalte. Ja. Und wenn wir jetzt zurückgehen an den originären Geldschöpfungsprozess, so müssen wir uns ganz einfach vorstellen, wir hätten diese fünf Sektoren und jetzt lassen wir mal die Außenwirtschaft außen vor, denn der Importeur von Griechenland, der sich die deutschen U-Boote kauft, der muss jetzt zu Hause schauen, wie er sich finanziert und in Athen zu seiner Bank gehen, um einen Kredit aufzunehmen. Also das spielt jetzt national, spielt jetzt dieser außenwirtschaftliche Bereich bei der Geldschöpfung originär keine besondere Betrachtung. Also bleiben wir bei den vier. Wir haben also die Privatwirtschaft und den Staat. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wenn wir ein Geldsystem haben wie das derzeitige, nämlich ein hundertprozentiges Schuldgeldsystem und es gibt keinen Euro, wie entsteht hier das Geld für das Wirtschaften? Ja, Volker, wie kommt Geld in die Existenz? Es wird geschaffen durch die Zentralbanken. Erstmal haben Banken Eigenkapital, das sie verleihen können. Und darüber aber hinaus kommt das Eigenkapital? Das Eigenkapital wird dotiert durch Kapitalgeber. Nochmal, haben wir bei jeder, wie bei der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, eine Transaktion zwischen Staat und Zentralbank, die der Zentralbank erstmal das Geld ermöglicht, zu schaffen und daraufhin wird es in den Kreditkreislauf gebracht. Und ich weiß jetzt nicht, auf welchen Punkt Sie hinaus wollen. Ja, wenn Sie sagen, Eigenkapital bringen Sie ein, dann muss ja das Eigenkapital auch woher kommen. Das heißt, das muss ja der Eigentümer schon über Kapital verfügen, was ja, wenn wir zu Null beginnen, ja gar nicht der Fall sein kann. Ich will auf die originäre Geldschöpfung hinaus, dass wir wirklich bei Null beginnen und den Leuten erklären, woher kommt das Geld. Ich bin also schon dabei bei der Zentralbank bei Ihnen. Die Zentralbank, ob es jetzt die Bundesbank ist oder die EZB oder ich sage mal die Federal Reserve, ist egal, hat vom Staat das Recht, Geld zu erzeugen. Da sind wir uns ja einig, oder? Eindeutig ja. Eindeutig ja. Also die Zentralbank hat vom Staat, also von der Regierung, per Gesetz, die Gelderzeugungs- oder sagen wir das Geldschöpfungsmonopol. Na und die Zentralbank hat so wie in Deutschland wie in Österreich. In Österreich heißt das Münze AG, ich glaube in Deutschland Degussa, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist also eine Tochter, die erzeugen die Scheine und die Münzen. Und diese Scheine und Münzen sind jetzt das gesetzliche, weil im Zentralbankgesetz verbriefte Geldschöpfungsrecht die Autorität verliehen, eben durch den Nationalrat oder den Bundestag. So, jetzt erzeugt die Zentralbank Münzen und Scheine. Jetzt gehen wir zum nächsten Schritt. Ich will Ihnen da ein bisschen helfen, nur damit Sie meinen, damit Sie wissen, wo ich hinaus will, auf die originäre Geldschöpfung. Also es gibt jetzt, sagen wir mal, gar kein Eigenkapital, weil die Eigentümer noch gar kein Geld haben. Wenn Sie und ich eine Bank gründen würden, wir haben ja noch gar kein Geld, weil es noch gar keins gibt. Also wie kommt jetzt eine Bank zu Geld? Und ich will Ihnen da so helfen, da müssen wir uns eine kleine Brücke bauen. Nehmen wir an, wir gründen eine Bank mit einer Sacheinlage, also ohne Geld. Wir haben ein Grundstück oder ein Haus, jetzt fragen wir nicht, woher das gekommen ist und machen ganz einfach eine Sachgründung einer Bank, weil es ja noch kein Geld gibt. Das heißt, wir haben 100 Anlagevermögen und 100 Eigenkapital. Die Bilanz ist ausgeglichen. Jetzt besitzen wir beide, Herr Hellmeier, eine Bank, ich sage jetzt nicht Bremer Landesbank oder wie auch immer dazu, sondern jetzt besitzen wir eine Bank, haben wir Eigenkapital aufgrund einer Sachgründung und jetzt müssen wir, damit wir zu Kunden kommen, irgendwo müssen wir uns ja Geld besorgen, nämlich Zentralbankgeld, die Münzen und die Scheine, damit wir überhaupt beginnen können. Wie geht es dann weiter? Ja, damit kann man seine Sachwerteinlage verbriefen und für diese Verbriefung sich bei der Zentralbank Geld holen. Das wäre eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit, oder? Und dieses Geld können Sie wieder verleihen und darauf bekommen Sie Ihren Zins und dann haben wir den ersten Schritt hinter uns.
Also ich würde so sagen, ich brauche also das Anlagevermögen, das Haus gar nicht verbriefen. Müsste irgendwie, ich kann einen Hypothekarkredit aufnehmen, noch einmal um 100. Ne? Ich habe also dann Kassamittel in der Bank, nämlich Münzen und Scheine als Vermögen. Und auf der rechten Seite der Bilanz der Zentralbank bleibe ich das einfach schuldig. D'accord. Okay, aber wenn ich jetzt einmal sagen würde, jetzt hätte ich 10 solcher Banken, wie wir sie gegründet haben, wenn sie sagen, sie verbriefen das oder geben das als Hypothekarkredit, na dann hätte die Zentralbank schon 10 Grundstücke, das wird sie ja nicht tun. Ja? Also da ist der Zentralbank wahrscheinlich lieber, dass sie Forderungen gegenüber uns hat. Das heißt, das erste Geld, das gesetzliche Zahlungsmittel bei jeder Geschäftsbank, entsteht eigentlich durch Schuld, weil ja die Münzen und Scheine vom Standpunkt der Geschäftsbank, die Geschäftsbank diese an die Zentralbank schuldet, weil sie ja noch nichts zahlen kann. Sie könnte jetzt, wie Sie richtig sagen, ihr könnt also den Grund verpfänden. Ja? Aber lassen wir das mal außen vor. Das heißt, das originäre Geld wird von den Geschäftsbanken, von den Zentralbanken gekauft, nämlich das gesetzliche Zahlungsmittel, die Münzen und Scheine. Wie geht es jetzt weiter, wenn jetzt zum Beispiel der zweite Sektor oder der dritte Sektor auftritt, sprich wir als Konsumenten gehen jetzt zu dieser Bank, Unternehmer gehen zu dieser Bank oder der Staat will auch Geld von dieser Geschäftsbank haben. Wie geht es dann weiter? Also es gibt ja erstmal Kunden, die haben Einkommen, die sparen, legen Spareinlagen an, daraus kann ich eine Giralgeldschöpfung machen. Und das wäre ein Aspekt, wie wir dann die Bilanzsumme der Bank erweitern können. Und über die Giralgeldschöpfung schaffe ich dann die Möglichkeit, weiter Kredit zu vergeben. Das heißt, Einlagen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Kredite an die Privatwirtschaft. Das ist also das klassische Modell. Das ist ein klassisches Modell, aber das ist jetzt nicht genau durchgedacht. Wenn Sie sagen, Spareinlagen kommen herein, dann müssen ja die Sparer, das sind ja so Leute wahrscheinlich wie Sie und ich, die irgendwo angestellt sind oder Lohnempfänger oder selbstständig sind, die müssen ja irgendwo zu Geld gekommen sein. Wenn Sie jetzt bei der Bremer Landesbank angestellt sind, also bekommen Sie einen Lohn. Und den zahlt natürlich die Bremer Landesbank. Wenn das jetzt irgendein Angestellter ist von Mercedes-Benz, der dort am Band steht, bekommt er das Gehalt von Mercedes-Benz. Aber bevor Mercedes-Benz noch ein Auto produziert und Umsätze macht, brauchen die ja Geld, um überhaupt zu investieren, um überhaupt ein Geschäft eröffnen zu können. Also worauf ich hinaus will, wir sind jetzt nicht im originären Schritt, sie haben jetzt ein, zwei Schritte übersprungen und da sind wir bei dem klassischen Fall, der eben auch alles verschleiert. Spareinlagen kommen herein und werden als Kredite vergeben. Und da stellt sich die klassische Frage, woher kommt das Geld der Spareinlagen? Können die privaten Banken das auch aus dem Nichts machen? Oder sind die richtig, zum Beispiel abhängig von dem, was sie von den Zentralbanken zuvor bekommen? Genau, am Ende ist es nochmal, wir fangen jetzt sehr früh an bei was ist Huhn und was ist Ei. Der entscheidende Punkt ist, dass wir in der Tat ein System haben, wo die Privatbanken Geld schöpfen können in einer bestimmten Quantität, die bedingt ist durch ein Leverage Ratio. Und da liegen wir heute bei 8:1. Aus einem Euro Sparguthaben kann ich 8 Euro Kredit machen. Sonst kommen wir nicht zu dem wichtigen Punkt nachher. Das ist der entscheidende Punkt. Da haben Sie einen Gedankenfehler, aber ich lasse Sie zu Ende reden. Für mich ist der entscheidende Punkt der, dass die Eigenkapitalausstattung im Bankengewerbe so aussehen muss, dass die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells nicht gefährdet ist. Und das war bis 1990 grundsätzlich, wenn wir mal so Fälle wie Herstatt und Co. nicht beachten, auch nicht der Fall. Es ist auch nicht verwerflich, dass Kreditforderungen als Grundlage bei den Zentralbanken eingereicht werden. Ich denke zum Beispiel an das Wechselgeschäft früher über das Discount-Window-Fenster oder Lombard-Kredite gab es. Also die Kreditvergabe über die Zentralbank, um neue wirtschaftliche, ökonomische Entwicklungen zu forcieren zum Wohlstand aller, das ist ein Modell, das durchaus in meinen Augen seine Berechtigung hat. Und dann sehe ich auch keinen Missbrauch der Banken. Ich glaube, was wir im Moment machen, und da möchte ich so ein Stück intervenieren, auch zu Ihrer ersten Antwort, was wir derzeit machen, ist, wir machen ein grundsätzliches Bankenbashing. Die Banken haben so lange funktioniert, und das ist für mich der elementare Punkt, und ich bleibe hier genau beim Jahr 1990, mit dem Modell auch der Giralgeldschöpfung, solange der Bankenmarkt ein Polypol war. Ein Polypol, also das Gegenteil vom Monopol. Erst mit der Entwicklung hin zu Oligopolen, die ihre nationalen Verantwortlichkeiten nicht mehr wahrgenommen haben, haben wir im Grunde genommen eine Kreditvergabe, die liederlich war,
zum Beispiel im Immobilienmarktsektor, daraus kommen die Probleme. Das heißt, in dem Moment, wo die Banken aus ihren nationalen Systemen entlastet worden sind, wo sie volkswirtschaftliche Funktionen haben, wo Nachhaltigkeitsgrundsätze gelebt worden sind, haben wir eine Fehlentwicklung im Rahmen der Möglichkeiten der Giralgeldschöpfung und auch der Möglichkeiten der Zentralbanken im Krisenmanagement. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das Bankensystem jetzt zurückzuführen, im Grunde genommen in die Steinzeit, halte ich nicht für angemessen, gerade vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die wir haben, 9 Milliarden Menschen 2050 irgendwann mal auf dieser Welt zu ernähren, sondern da brauchen wir schon komplexe Systeme und das System hat sich grundsätzlich bewährt. Nur in dem Moment, wo wir die Grundlagen des perfekten Marktes missbraucht haben, nämlich nicht mehr darauf geachtet haben, dass ein Polypol im Sinne von Risikotragfähigkeit mit natürlicher Risikoaversion immer die Grundlage sein muss. In diesem Moment haben wir die Grundlagen für die Fehlentwicklungen, die wir, mit denen wir heute konfrontiert sind, geschaffen. Das Modell selbst der Giralgeldschöpfung halte ich für ein sehr gutes Instrument, um auch antizyklisch agieren zu können. Ansonsten laufen Sie mich nachher, wenn Sie ein 1-zu-1-System haben, in ein großes prozyklisches Risiko. Wir haben, um das jetzt auch nochmal ganz deutlich zu machen, wenn Sie den Sparkassen- und Raiffeisenbankensektor in Deutschland nehmen und die Bremer Landesbank, dann haben wir in der Krise antizyklisch mehr Kredit gegeben und haben dadurch systemisch immanent gewirkt. Das ist eine sensationelle Aufgabe des Finanzsektors. Also insofern schafft die Giralgeldschöpfung eine erhöhte Reagibilität innerhalb eines Systems. Und da bin ich nicht absolut bei mir. Ihr Machtaspekt. Ihr Machtaspekt spielt dann eine Rolle, wenn ich eine Oligopolisierung nach dem Modell Amerika habe, wo ich die Working Group on Financial Market zusammensitzen habe, wo die Banken, Zentralbank, Treasury und die Aufsicht gemeinsame Sache machen. Dann wird so etwas machttechnisch gefährlich. Da reden wir über die USA, da reden wir nicht über Deutschland oder auch nicht über Österreich in meinen Augen. Und diese Differenzierung müssen wir machen, wenn wir Zukunft gestalten wollen. Darf ich da mal kurz fragen, ist das zum Beispiel, dann wird es ab da gefährlich, wo mehr die Eigentümer der Banken bedient werden als die Kunden der Banken? Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir reden ja über Shareholder Value. Das ist ja auch solche Erfindung, die wir uns aus dem angelsächsischen, amerikanischen Brit und kanadischen Brit zugezogen haben. Und das ist sehr bedauerlich, wenn Sie sich das Endresultat von Shareholder Value wirklich einmal anschauen über die letzten 23 Jahre, seit 1990. Für mich ist mal 1990 der Ausgangspunkt, Fall des Kommunismus, der Kapitalismus wird arrogant. Dann können wir eins feststellen, dass es nie Shareholder Value war, sondern es war immer Management Value. Das ist wie Deutsche Demokratische Republik, steht demokratisch drauf, ist nicht demokratisch drin. Shareholder Value war das, was die Deutsche Bank, die Kindsinstitution bis 1990 gelebt hat, nämlich, dass die Aktie einen inneren Wert hatte, der der Börsenkapitalisierung entsprach. Und dann habe ich wirklich Shareholder Value, dann habe ich Investoren, dann habe ich nicht Zocker. Naja, jetzt muss ich da natürlich, jetzt haben Sie lange gesprochen, jetzt muss ich Sie wieder zum Ursprungspunkt zurückholen. Wir sprechen ja über die Geldschöpfung und da haben wir also, die Giralgeldschöpfung bin ich also partout nicht Ihrer Ansicht, ganz im Gegenteil, auch mit dem Jahrgang 1990 überhaupt nicht, würde so damit nichts zu tun. Ich möchte Sie erinnern, John Law hat schon also zu Zeiten Ludwig des 14. Im Übrigen ist damals auch Frankreich pleite gegangen. John Law gilt als Erfinder des Papiergeldkapitalismus. Das ist ungefähr 300 Jahre her. Und John Law hat eigentlich erfunden, wie das Papiergeld funktioniert. Ja? Und es geht eigentlich darum, und wenn wir schon über Geldschöpfung sprechen, als wesentliches Machtinstrument, wie Geld generell entsteht, nämlich originär in den Wirtschaftssektoren. Und da sind sie jetzt komplett weggeflüchtet. Und ich muss sagen, also das Argument Steinzeit, das lasse ich jetzt einmal so stehen. Also das ist jetzt wirklich keine sachliche Begründung, sondern das kommt mir so vor, wie in Österreich, die auch sich antreten will in der Regierung von den Grünen, die Klawischnik, die meint, also da zurückzugehen zu nationalen Währungen wie Harakiri. Also bitte nicht mit so emotionalen Argumenten sachlich argumentieren. Gehen wir zurück zu den Wirtschaftssektoren. Jetzt hat also unsere Bank 100 Münzen und Scheine von der Zentralbank gekauft. Und Sie werden mir ja recht geben, nachdem Sie ja die Bankgeschäfte kennen, erst wenn Sie gesetzliches Zahlungsmittel haben, nämlich eine Barreserve, die 2% sein muss, können Sie erst Kredite vergeben. Ist das richtig? Sie, ohne Barreserve können Sie keine Kredite vergeben. Ja. Richtig, okay. Also das heißt, jetzt haben wir eine Barreserve von 100 und das wären jetzt die 2%. Jetzt haben wir einen Kredit, einen Hebelfaktor von 50. Jetzt können wir also 100 mal 50 um 5.000, also 4.900 Kredite vergeben.
Und mir geht es ganz einfach darum, wenn wir über das Geldsystem und Geldschöpfung sprechen, unabhängig von Sparkassen, Raiffeisenkassen, ist ja völlig egal, weil überall das Geld aus dem Nichts als Kredit erzeugt wird. Mir geht es also darum, dass natürlich die Gelderzeugung in privaten Händen und das zu 100% der Schuld eben nie funktionieren kann. Und es funktioniert über 350 Jahre nie. Sie brauchen sich nur anschauen, die Staatsbankrotte sind ja an der Tagesordnung. Ein Staatsbankrott ist ja überhaupt nichts Aufregendes. Ja? Also wenn ich Griechenland, Portugal debattiere, schauen Sie sich die Staatsbankrotte an, über die Geschichte, dann werden Sie also genügend finden. Man hat immer die Staatsbankrotte immer gelöst, indem man halt Schulden erlassen hat, weil in einem hundertprozentigen Schuldgeldsystem, wenn Sie die Schulden zurückzahlen, gibt es eben kein Geld mehr. So einfach ist das, ist der buchhalterische Zusammenhang. Also jetzt können wir 4.900 Einheiten an Krediten vergeben, ist das richtig? In diesem Modell, wie Sie es rechnen, mit dem Hebel 50, ja, bei 2% Bargeld im Jahr. 2% ist die gesetzliche Barreserve. Nicht? Und die gesetzliche Barreserve ist ja dann das, wo Merkel und Steinbrück vor den Fernsehern laut sagen, die Sparanlagen sind sicher. D'accord, okay. Die Sparanlagen machen natürlich nicht die 2% aus, aber 2% ist die Barreserve. Schaut man in die Bankbilanz hinein, hat natürlich keine Bank mehr als die 2%, weil das Bargeld, das irgendwo herumläuft, natürlich keine Zinsen abwirft. Also jetzt kann man, darauf wollte ich hinaus, darauf, mir geht es ja um den originären Standpunkt. Alles, was Sie danach gesagt haben, können wir später gerne debattieren. Also jetzt kann die Bank ja, an die Unternehmen Kredite vergeben, an die Konsumenten Kredite vergeben und an den Staat Kredite vergeben. Das sind ja die anderen drei Wirtschaftssektoren, die übergeblieben sind. Das heißt, die eine Bank, die Geschäftsbanken, die 99%, 1% ist dann die Mindestreserve, die eben nicht dasselbe ist wie die Barreserve, die 99% oder 98% des Geldes, das im Wirtschaftskreislauf kommt, erzeugen das Geld als Kredit. Ist das richtig? Ja. Also das heißt, wir haben eine hundertprozentige, das meinte ich zuvor, nämlich die 2% muss sich ja die Geschäftsbank das gesetzliche Zahlungsmittel von der Zentralbank kaufen. Wir leben also seit 350 Jahren in einem hundertprozentigen Schuldgeldsystem. Und wenn nur irgendein Akteur, ein Unternehmer, ein Haushalt oder der Staat, die Staaten haben ja noch nie Geld zurückbezahlt, in keiner einzigen Geschichte. Wenn die Staatsschulden sinken, dann sinken sie aufgrund von Inflation, aufgrund von Kriegen, Vernichtung oder aufgrund von Schuldenverzicht, also Haircut. Aber es hat noch kein einziger Staat seine Schulden getilgt. Das gibt es eben nicht in einem hundertprozentigen Schuldgeldsystem. Also das heißt, wir leben in einem hundertprozentigen Schuldgeldsystem und jetzt können wir vielleicht noch über den Zins sprechen. Das ist ja eigentlich dann die Krux zu einem exponentiellen Wachstum. Ist jetzt der Zins in der Geldmenge enthalten, ja oder nein? In der Geldmenge ist der Zins nicht enthalten. Er wirkt sich aber in der Geldmenge aus im Zeitverlauf. Nein, bin ich nicht Ihrer Ansicht. Sondern? Na ja, ganz einfach, nehmen Sie her. Zum Zeitpunkt X, wenn wir heute sagen Geldmenge, dann ist eine Geldmenge, die sich in der Tat zusammensetzt aus der Zentralbankgeldschöpfung, Giralgeldschöpfung und dem Zins. Aber wenn ich mir das heute statisch ansehe, dann sind heute keine Zinsfälligkeiten da, dann spielt der Zins keine Rolle. Es spielt aber mittellangfristig im Aufbau der Geldmenge natürlich eine Rolle. Na, der Zins ist können wir uns so einigen? Nein, können wir uns nicht einigen, weil der Zins ganz einfach nie in der Geldmenge enthalten sein kann. Und da wundere ich mich jetzt, dass Sie also so eine Argumentation vertreten, den denkt man nur, da müssen wir ein bisschen hineingehen. Es ist wirklich sehr wichtig, weil diese Details, weil ja auch viele Hörer zuhören und eben auch durch die Massenmedien wirklich verunsichert werden. Gut, also können Sie das mal einmal erklären? Also ja, ich bin eine Privatbank, ich schöpfe Geld, ich gebe einen Kredit raus und verlange dafür Zinsen. Richtig. Was ist daran falsch? Also zum Beispiel der Zins ist doch eigentlich für mich der Anreiz, dass ich überhaupt mein Geld rausgebe, oder? Es geht nicht um den Anreiz, um den Mut zu haben, Geld rauszugeben. Na, Sie brauchen keinen Mut haben, das ist ja nur eine Buchungszeile im Computer. Da setzen Sie sich hin, eröffnen Sie ein Excel-Sheet und geben Sie 1.000 Milliarden Euro ein. Wozu brauchen Sie da einen Mut? Mut muss der Investor haben, der die 1.000 Milliarden borgt und daraus Autos produziert, Straßen produziert, Schiffe oder Flugzeuge. Der Unternehmer braucht dann Mut, aber doch nicht die Bank.
Ja, aber ich aber bekomme darum, auch mein Geld vielleicht nicht wieder. Schauen Sie, darum geht es jetzt nicht. Mir geht es vorerst noch um den Zins. Sie kommen dann gerne auf Ihr Beispiel zurück, Herr Schall. Ja? Auf die Verleihung, auf die Vorfinanzierung über Kredite, dagegen habe ich im Prinzip auch nichts, dann muss man es halt ein bisschen anders organisieren. Jetzt gibt es eigentlich, sagen wir, der Zins, da müssen wir jetzt hineingehen, wie wird der denn verbucht bei den Banken? Jetzt müssen wir wirklich da ein bisschen in einen Buchungssatz einsteigen, also diejenigen, die zuhören und hier Buchhaltungskenntnisse haben, werden genau wissen, dass der Zins deswegen nie in der Geldmenge enthalten sein kann. Wenn die Bank verbucht, aggregiert über alle Banken in Deutschland, also Bilanzsumme über 8.000 Milliarden, wenn die Zinsen verbuchen, so buchen sie auf der linken Seite den Zinsforderungen an die Kunden dazu, also die Gläubigerposition wird stärker, weil die Bank von den Unternehmungen, von den Haushalten den Zins fordern kann, aber sie bucht das natürlich in die Gewinn- und Verlustrechnung als Zinserlös. Aber nur auf der Habenseite der Bankbilanz, von der Habenseite der Bankbilanz werden die zur Verfügung gestellten Kredite in den Wirtschaftskreislauf gegeben. Also wenn ich jetzt als Konsument 100.000 Euro Kredit aufnehme, bekomme ich ein Kreditkonto, das ist die Habenseite in der Bankbilanz, und von diesem Kreditkonto kann ich die 100.000 Euro abheben. In meinem Kreditvertrag bekomme ich ja den Zins nicht mitgeliefert. Ja, dann müsste ich ja, wenn ich nach 10 Jahren 200.000 zurückbezahle, 200.000 bekommen. Und es müsste auch auf der Habenseite der Bankbilanz stehen. Und das ist dem nicht der Fall. Das Gleiche gilt für Unternehmungen und das Gleiche gilt für den Staat. Also der Zins ist nie, definitiv nie in der Geldmenge enthalten, die in die Wirtschaft geht. Insofern haben wir es natürlich mit einem exponentiellen Anstieg der Kreditforderungen zu tun. Und deswegen ist es einfach so, dass die Schulden, die auf der linken Seite der Bankbilanzen stehen als Forderungen, immer größer sind als das im Wirtschaftskreislauf befindliche Geld. Ergo dessen kann natürlich eine Politik, wie sie die EZB macht oder die EU-Troika, dass sie mit weniger Schulden mehr Geld, also Investitionen, Anreize ist natürlich ein hanebüchener Unsinn, weil das schon bilanztechnisch von der Gleichung her gar nicht möglich ist. Also es ist mir wirklich unverständlich, wenn man nur die Zinsbuchung aggregiert sich ansieht, über alle Banken aggregiert in jedem Land oder über die EZB, Euroraum, Bilanzsumme 28.000 Milliarden, dann ist der Zins eben nie in der Geldmenge enthalten. Volker, hast du dir Notizen gemacht? Ich weiß, ich hab jetzt lange zugehört. Bitte. Für mich ist das eine zu spieltheoretische Betrachtung, die Sie hier anstellen. Nein, das ist eine buchhalterische Betrachtung. Nein, buchhalterisch macht das alles in Ordnung sein, aber es ist ein sehr geschlossener Kreislauf. Fakt ist, durch Investitionen ein Mehrwert geschaffen wird. Aus diesem Mehrwert lässt sich der Zins bedienen. Das heißt, ich muss nicht unbedingt... Entschuldigung, meine Kredite bediene ich so. Also meine Kredite werden geringer. Dadurch, dass ich eine geschäftliche Tätigkeit, eine Privatwirtschaft, Tätigkeit habe, etc. pp. Und da fehlt mir einfach der dynamische Ansatz. Es fehlt auch der Ansatz, dass eine Volkswirtschaft einen Kapitalstock hat, der auch nicht mit Kredit belastet ist. Das heißt, dieser nicht mit Kredit belastete Kapitalstock erwirtschaftet über Produktivität, über Produktion auch ein Einkommen. Und dieses Einkommen kann man auch zur Bedienung dieser anderen Schuld wieder darstellen. Das war der Punkt, weswegen ich eben kritisch war. Sie fangen an, dass diese Debatte über Huhn und Ei, wir haben heute Entschuldigung, da muss ich Sie unterbrechen. Es geht nicht um Huhn oder Ei. Es geht um die substanzielle Betrachtung, ob in der Geldmenge der Zins enthalten ist. Und das ist nicht Huhn oder Ei. Ja? Ich werde Ihnen dann auch widersprechen. Sie sagen, über Produktivität kann ich Geldmenge erzeugen. Das ist nicht möglich. Sie verwechseln Produktivität mit Liquidität. Ich habe Einkommen gesagt. Haben Sie gesagt, Produktivität. Über Produktion und Produktivität schaffe ich Einkommen. Aus auch einem Kapitalstock, der nicht schuldenbelastet ist. Also das blenden Sie vollkommen aus. Sie sagen einfach, alles ist gleich. Quasi Kapitalstock ist voll fremdfinanziert und stellt das Ganze in diesem System auf. So sieht diese Welt nicht aus. Also als Beispiel, meine Eltern haben ein Haus, das ist nicht belastet, das ist aber ein Stück Kapitalstock des Familien, der Familien-AG. Und genauso können Sie das heute sagen, die werden abgeschrieben im Zeitverlauf. Das, was Sie hier machen, das ist in meinen Augen auch so eine Art Ponzi-Scheme im spieltheoretischen Bereich. Ich möchte hier ganz deutlich sagen nochmal, ich bin vollkommen bei Ihnen, dass man Nachhaltigkeit in Systemen braucht. Nachhaltigkeit heißt eine saubere Kreditvergabe etc. pp.
die Diskussion jetzt hier führt uns im Grunde genommen ja nicht weiter bei den Problemlösungen, die wir aktuell haben. Wir haben ein System, das basiert auf Viral-Lösungen. Lass mich das zu Ende bringen. Ja. Auch Ihre These, dass man keine Schulden reduzieren kann, ist vollkommen falsch. Wenn Sie sich Schweden anschauen, Staatsverschuldung 1992, ja. IWS-Krise und die Gesundung der Haushalte, dann hat das funktioniert. Dasselbe können wir im Bereich von Belgien, von Kanada, von Neuseeland in x Fällen durchexerzieren. Es gibt auch die Gegenseite. Die Frage ist immer, welcher Maßnahmenmix ist geeignet in einer global dynamischen Welt, um diese Ziele zu erreichen. Sie kommen am Ende um eine gewisse Frugalität und Strukturpolitik nicht herum. Und jetzt kann man über die Dimension davon sprechen. Jetzt kann man auch darüber sprechen, dass Zentralbanken natürlich hier im Moment eine Politik machen, die wir noch nie gesehen haben. Stimmt. Wir müssen uns dann aber auch Gedanken machen, was sind die Folgen daraus. Ich glaube, das bringt heute den Hörern mehr, als dass wir Buchungssätze diskutieren. Ich bin bei Ihnen. Wir brauchen ein nachhaltiges Finanzsystem. Ich bin aber nicht dabei, dass wir quasi einfach sagen, nur weil Geld privat geschöpft wird, ist es verkehrt. Das halte ich für nicht sachlich aufrechtzuerhalten. Das ist übrigens auch immer in jedem Modell früher unterlaufen worden. Es hat immer Private, dann wenn Banken nicht Kredit vergeben haben, haben es Privatpersonen mit Kapital gemacht. Daraus sind dann zum Teil später Banken geworden. Also es hat immer die Möglichkeiten gegeben, für sinnvolle Investitionen auch Kapital aufzutreiben. Auch über Schecks früher, über Wechsel, über all solche Geschichten. Auch das war eine Form der Liberalgeldschöpfung neben diesem originären Modell. Also ich muss jetzt wirklich, Herr Schaal, es tut mir leid, also wir müssen über den ersten Punkt schon thematisch ein bisschen hinauskommen. Und ich habe jetzt keine Lust da über irgendwelche Banken. Sie können sich jetzt gleich mit sich alleine unterhalten. Okay? Wieso? Wir machen jetzt Musik. Wir beruhigen uns und dann steigen wir gleich nochmal ein. Jan, kannst du dann jetzt die Musik machen? Jetzt müssten wir wieder auf Sendung sein. Herr Brigitta, sagen Sie nochmal, was Sie zum Zins zu sagen haben und Volker, du sagst dann, wie realistisch das ist. Ja, also es geht ja nicht um realistisch oder unrealistisch. Ich meine, wir leben seit 350 Jahren in einem Schuldgeldsystem, wo der Zins in der Geldmenge nicht enthalten ist, sprich wir leben in einem Pyramidenspiel. Ja, es ist ein Ponzi-Scheme. Der Herr Madoff wurde deswegen verurteilt, weil er genau das gemacht hat, was systemimmanent der Fehler des Schuldgeldsystems ist. Wenn der Zins nicht in der Geldmenge enthalten ist, was man durch die Buchung, jeder, der studiert hat, weiß, was die Buchung bedeutet und den Unterschied zwischen Bilanz und G&V erkennt, weiß, dass bei einer Bilanzhabenseite der Banken, wo das Geld abgebucht und in die Wirtschaft fließt, eben der Zins nie enthalten ist. Kein einziger Haushalt, kein einziger Unternehmer und auch der Staat hat das Geld mitgeliefert bekommen von den Banken inklusive des Zinses. Also ist der Zins nie enthalten. Der Zins kommt immer bei der Gläubigerposition der Banken dazu, folgedessen steigt das exponentiell an. Wenn Sie sagen, dass Staaten natürlich Schulden dezimiert haben, na, da gibt es das klassische Beispiel von Eleanor Roosevelt. Na, da war die Inflation viel höher als natürlich der Zins. Dann ist natürlich die Geldmenge gesunken, rein statistisch natürlich. Genauso wie es negative Realzinsen gibt, statistisch natürlich. Also wenn ich das dann nachvollziehe, dann sind natürlich die Staatsschulden gesunken. Aber bezogen auf alle vier Wirtschaftssektoren hat natürlich der eine Vermögenszunahme und der andere eine Schuldenzunahme. Per Saldo ist das natürlich null. Und so kann sich innerhalb der Wirtschaftssektoren eben der Staat seine Schulden teilweise zurückzahlen durch Inflation, Schuldenerlässe, was auch immer. Und ein anderer Wirtschaftssektor hat sie. Ich zerteile auch nicht Ihre Meinung, Herr Hellmeier, also Produktivität und irgendwo haben wir dann also ein Haus gehabt ohne Schulden. Es geht ja um die originäre Geldschöpfung. Also wenn ich bei Null beginne,
Dort muss ich doch systematisch, wenn ich an einer Systemtheorie überhaupt zu denken vermag, beginnen. Ich kann nicht 500 Jahre später sagen, ja, das ist halt heute so. Ja? Damit habe ich in der Systemtheorie nichts begriffen. Vielleicht noch abschließend zum Machtfaktor. Es ändert ja überhaupt nichts daran, dass das Geldsystem einfach pausenlos immer crashen muss, wie man sieht, rundherum in der ganzen Welt. Da braucht man sich nur den exponentiellen Anstieg der Verschuldung ansehen. Und dann sage ich, okay, die Machtfrage ist halt so. Das hilft dir niemandem, schon gar nicht irgendeinen Hörer, der zuhört. Was heißt, das ist halt so. Ja, die EZB ist halt so, der Euro ist halt so, den Euro gibt es halt, jetzt müssen wir halt retten bis zum St. Nimmerleinstag. Das sind doch keine sachlichen Argumente. Gut, also meine Antwort darauf lautet folgendermaßen, Brigitte. Erstmal, grundsätzlich macht es Sinn, sich über andere Systematiken der Geldschöpfung und des gesamten Finanzsystems Gedanken zu machen. Da bin ich zu 100% bei Ihnen. Ich bin in meiner Funktion als Chefanalyst und Chefvolkswirt und auch mit den Verwebungen, die es dadurch in Politik, Zentralbanken und auch Geschäftsbanken gibt, der festen Überzeugung, dass Sie eben einen ganz wesentlichen Punkt genannt haben. Seit 350 Jahren haben wir dieses System. Und ich sage Ihnen, wir werden uns, losgelöst davon, ob es ein gutes oder schlechtes System ist, auch die nächsten voraussichtlich 50 Jahre in diesem System und wahrscheinlich länger bewegen. Und es hat etwas mit Machtfragen zu tun. Nämlich mit der Machtfrage, dass die Politik und die Kräfte, die man als Politik im Dunstkreis, auch die Finanzwirtschaft unter Umständen versteht, sich dieses Machtinstrument nicht einfach so aus der Hand nehmen lassen wird. Das ist der nächste Punkt. Der dritte Punkt, der für mich ganz wichtig ist, ist, dass dieses System dazu geführt hat, wenn wir mal von der westlichen Welt sprechen, dass mit der Inflationierung, die in der Tat dann ja auch eine Form der Schuldentilgung ist, mit der Inflationierung ein Wohlstandsniveau erzeugt worden ist mit einer Dynamik, wie es historisch noch nie zuvor erreicht worden ist. Und das sollte man in dieser Gleichung eben nicht vollkommen ausblenden. Das heißt, zu sagen, dieses System ist nur schlecht oder ist einfach krank von der Wurzel aus, lässt sich in meinen Augen so nicht aufrechterhalten. Mehr noch, wenn Sie die Geldmengenausweitung in ein Verhältnis setzen zu dem Gesamtvermögen in Privat- und Staatshand, dann können wir eins sagen, dass in den meisten Industrienationen hier kein Disequilibrium, kein Ungleichgewicht vorherrscht. Zusammen mit in der Betrachtung mit Inflationierung, dass der Preis dieses Systems, ist keine Frage, es bevorzugt Schuldner. Vor diesem Hintergrund, wie gesagt, meine These, ja, viele Ihrer Gedanken sind absolut richtig. Ich halte sie aber für die Diskussion der weiteren Entwicklung, die wir hier in den nächsten 3, 5 oder auch 10 Jahren haben werden, für weniger relevant. Sie ist akademisch sehr, sehr sinnvoll, diese Debatte zu führen, aber wenn wir jetzt über Lösungswege im Moment sprechen, die eine hohe Realitätsnähe haben, dann werden diese Aspekte eines solchen Systems eine absolut untergeordnete Rolle aus meiner Sichtweise heraus spielen, losgelöst davon, ob sie gut oder schlecht sind. Ich möchte jetzt da noch schon replizieren und dann gehen wir vielleicht zum nächsten Block über. Ja? Ja. Wenn Sie sagen, also Gleichgewicht, da kommen wir dann zur volkswirtschaftlichen Saldenmechanik. Meine Schuldenzunahme ist eine Vermögenszunahme. Da bin ich bei Ihnen. Ja? Per Saldo ist es null. Die Primärsalden aller Wirtschaftssektoren, deswegen habe ich sie zu Beginn erwähnt, nur so kann ich überhaupt volkswirtschaftlich und ökonomisch argumentieren. Ich kann ja nicht nur das monetäre System explizit herausgreifen und lasse die Unternehmungen, die Haushalte und den Staat außen vor und da betrachte nicht einmal die intersektoralen Verflechtungen, sodass Vermögenszunahme ist gleich Schuldenzunahme. Der Primärsaldo jedes Jahres ist horizontal null. Wenn Sie das als Gleichgewicht gemeint haben, bin ich bei Ihnen. Geldmäßig gibt es eben kein Gleichgewicht, weil auf der linken Seite eine Bilanz, wenn dort 105 stehen, 100 Kredit und 5 Zins und auf der rechten Seite eben nur 100, weil nur 100 in den Wirtschaftskreislauf kommen, ja dann habe ich kein Bilanzgleichgewicht, weil die 5 halt als Erlös, Zinserlös in der G&V stehen. Und so ist es eben, also dass von der Bilanz, das wissen Sie ganz genau, das hinauskommt. Wenn Sie sagen, jetzt machtpolitisch, ja, wenn ich schon überhaupt in dieser Wahnsinnszeit seit 2008 überhaupt irgendwo debattieren soll,
was sich verändern, dann muss ich natürlich mir das Geldsystem ansehen. Alles andere sind doch Nebensächlichkeiten. Mit Verlaub, die ganzen Rettungen, wir kommen ja noch dazu, der ganze Euro und die ganzen Rettungen von Griechenland bis sonst wohin, das ist doch alles Käse, weil es am System nichts ändert. Und wenn Sie da weitermachen, Sie können auch den ESM auf 5.000 Milliarden aufblasen und die Zinsen, die EZB auf -2% senken, Sie werden dann an die Grenzen des Geldsystems stoßen. Ganz einfach, weil die Bevölkerung den Zins über die Steuern nicht mehr bezahlen kann. Lassen Sie mich zum Schluss nur ein Beispiel bringen und dann gehen wir wirklich zum nächsten Block, zu den Machtverhältnissen, da bin ich dann gern bei Ihnen. Schauen wir uns einmal an, wie staatliches Geldsystem zu einem privaten ohne Zins funktionieren kann. Sie kennen sicher den Brenner Basistunnel, der macht ca. 10 Milliarden in der Planung aus, 5 Österreich, 5 Italien. Und wenn wir jetzt hernehmen eine Langfristinvestition von ca. 30 Jahren, also mit Bauphase, also habe ich ca. bei 5% Zinsen eine Verdoppelung des Kapitals in 15 oder 14,5 Jahren. 72 durch 5 den Zinssatz, bin ich also bei 14,3, 15 Jahren. Also ich habe von 10 Milliarden in 15 Jahren später muss ich 20 Milliarden zahlen, habe ich dann noch einmal 15 Jahren, habe ich 40 Milliarden. Sprich, aus der ursprünglichen Realinvestition von 10 Milliarden werden nach 30 Jahren insgesamt 40 Milliarden zu tilgen sein. Die Differenz ist natürlich der Zins oder Zinseszins, wie man sie das nennen wollen. Und den Zins bezahlen natürlich die Haushalte und die Unternehmungen an den Staat, wenn ich annehme, dass der Staat diese Investition durchführt und die privaten Banken das finanzieren. Wenn es der Staat das Geld schöpft, bei wem soll sich der Staat verschulden, wenn er selber das Geld erzeugt? Punkt 1. Und Punkt 2, soll sich der Staat selber Zinsen bezahlen? Die originäre Investition von 10 Milliarden ist dieselbe, aber der Bevölkerung werden die 30 Milliarden an Zinsen und den Unternehmungen genauso erspart. Der realökonomische Nutzen ist dasselbe. Der Zins ist weg und der Staat verschuldet sich bei sich selbst, weil er selber das Geld erzeugt. So kann eine Wirtschaft ganz anders funktionieren und wir ersparen uns diesen ganzen, ich sage einmal, Humbug mit Verschuldung dort und da, die sowieso nur exponentiell steigen kann, weil in einem hundertprozentigen Schuldgeldsystem es immer nur eine Umschuldung gibt und nie eine Tilgung. Und das muss man systemisch begreifen, dann können wir sehr gerne über die Euro-Krise sprechen. Ja, ich möchte noch kurz, Volker, Folgendes einwerfen. Also wenn es darum geht, bei wem ist denn ein Staat verschuldet, da möchte ich mal kurz, ich hatte mir das mal notiert, die größten Gläubigerbanken der Bundesrepublik Deutschland nennen, Stand Januar 2008. Das waren Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS Deutschland, Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland, Société Générale, Barclays Bank und die Lehman Brothers Bank. Das sind Angaben der Finanzagentur. Also bei denen ist Deutschland besonders in Kreide. Volker, was ich dich jetzt mal fragen würde, wenn es geht um die Geldschöpfung, dann spielt ja eine ganz zentrale Rolle die Zentralbank. Und da besteht immer die Frage, sind das private Veranstaltungen? Was gibt es dazu zu sagen? Es gibt eine private Veranstaltung, da schauen wir in die USA, und es gibt öffentliche Veranstaltungen, da schauen wir nach Europa. Und diesen Unterschied möchte ich von vornherein machen, weil der ganz elementar ist, auch zum Verständnis der Problematik, mit der wir konfrontiert sind. In Amerika haben wir einmal die regionalen Federal Reserve Banken, und die regionalen Federal Reserve Banken gehören den Banken in diesen FED-Distrikten. Das sind also privatwirtschaftliche Unternehmen. Und die New Yorker Fed spielt dabei eine herausgehobene Rolle, weil sie die Treasury-Aktivitäten der Zentralbank, das heißt im Bereich Devisenhandel, Geldversorgung, also Geld- und Kapitalmarkt, im Rahmen der Federal Reserve wahrnimmt. Und sie ist damit der potenteste Teil dieses Systems. Und als potentester Teil gehört sie den Banken im Distrikt New York, und das sind dann eben nicht nur US-Banken wie JP Morgan Chase, Citibank, Bank of America, Wells Fargo, sondern auch eine Deutsche Bank, eine UBS, eine Société Générale, eine HSBC etc. pp. Und das ist ein ganz elementarer Unterschied zu der Situation, die wir hier in Europa haben. Mehr noch gibt es einen riesigen Unterschied, denn diese Banken, die gerade in New York sitzen mit der
Zentralbank noch einmal, also Sie sind Eigentümer der regionalen Zentralbank, Sie sitzen mit der Zentralbank, der US Treasury, also dem Finanzministerium und den Aufsichtsbehörden, und zwar den sämtlichen Aufsichtsbehörden in der Working Group on Financial Markets zusammen und betreiben eine gemeinschaftliche Politik. Das ist von elementarster Bedeutung, gerade wenn es auch um Aspekte wie Level Playing Field an internationalen Märkten geht und so weiter und so fort. Und das ist explizit seit Ronald Reagan der Fall. Da gab es damals ein Gründungsdekret bei mir, abrufbar die Daten dazu. Ja, das ist diese Presidential Order. Jetzt hätte ich eine Nachfrage. Wenn du sagst, dass die New York Fed zum Beispiel auch ausländische Banken gehört und die New York Fed ist die bestimmende in dem ganzen Verbund an Regionalbanken, da stellt sich doch für mich die Frage, sind die USA eigentlich tatsächlich der Herr im eigenen Haus? Diese Frage ist begründet. Eisenhower hatte am Ende seiner Präsidentschaft vor dem militärisch-industriellen Komplex gewarnt und dass er die Macht in den USA übernimmt. Und ich kann nur eins sagen, aus meiner Sichtweise heraus, und das können wir auch dann an Themen wie Goldman Sachs durchaus festmachen, wie weit Vertreter aus dem Alumni-Werk von Goldman Sachs in Regierungspositionen tätig sind und in entscheidenden Positionen tätig sind, dann muss man eins sagen, dann ist dieser industrielle militärische Komplex, um industriell zu kürzen und um finanziell zu erweitern. Und ich sehe hier in der Tat eine Machtkonzentration bei einer kleinen Elite in der Gesellschaft. Und wenn wir uns die Entwicklung der USA makroökonomisch und auch gesellschaftspolitisch in den letzten 20 Jahren anschauen, dann ist das der gewinnende Teil und die Gesellschaft in einer Durchschnittsbetrachtung, siehe Food Stamps, siehe Wegbrechen des Mittelstands, der Verlierer. Ja, ja. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu den drei Zuhörerfragen, die bei mir eingereicht worden sind. Und danach kommen wir zu den beiden nächsten Punkten. Die Fragen gehen jeweils an beide Diskutanten. Da wäre dann zunächst einmal der WordPress-Meyer und der möchte wissen, was spricht dafür, die Geldschöpfung aus dem Nichts weiterhin bei privaten Instituten zu behalten? Was spricht dagegen? Und sind grundlegende Reformen zu diesem Zeitpunkt der Geschichte, wo man bereits von einem Zombie-Bankensystem spricht, überhaupt noch denkbar? Zunächst einmal Wien. Ja, aber vielleicht zu den Zombie-Banken, da kann sicher der Hellmeier wahrscheinlich einige Ziffern nennen. Es geht natürlich um das Schattenbankensystem, das also existiert, also hinter den offiziellen Banken. Ich habe da nur eine Ziffer in Erinnerung, die hat der Herr Trichet, wie er noch in Amt und Würden war, gesagt, also vor circa 1,5 Jahren, glaube ich, da wurde er gefragt, das stand dann in der Wiener Presse, wie hoch er also das Schattenbankensystem einschätzt, also bezogen auf die Eurobanken, die ja circa eine Bilanzsumme haben von damals, glaube ich, 25 oder 26.000 Milliarden. Und da wurde gefragt, ist jetzt das Schattenbankensystem größer oder kleiner? Und da hat er geschmunzelt und das ist ja so in der Presse gestanden, er könne das selber nicht sagen, weil er es nicht weiß. Also ich kenne da nur eine Ziffer von Amerika, wo es circa das Schattenbankensystem, was ich nicht glaube, aber Herr Hellmeier, Sie haben da sicherlich einen detaillierteren Zugang, dass das so 60-80% der offiziellen Bankbilanzsummen ausmachen. Also die Zombie-Banken gibt es, die völlig unkontrolliert sind. Das ist vielleicht der eine Teil. Der zweite Teil, den ich da erwähnen muss, der geht natürlich zu Basel II und später auch Basel III. Auch da sind Sie wahrscheinlich besser eingelesen als ich, Herr Hellmeier. Das ist natürlich wie Basel II durch das EU-Parlament gepeitscht wurde, ich glaube so Oktober 2004, wurden also außerbilanzielle Gesellschaften erlaubt, dass die Banken gründen. Wie ich das gelesen habe, hat es bei mir also sogar mal 100.000 Volt, meine Sicherungen sind durchgebrannt, da habe ich mir gedacht, was soll denn das jetzt sein? Und wenn Sie von 2008 bis jetzt alles verfolgt haben, es ist erst jetzt wieder, glaube ich, gestern oder heute war es in Bloomberg gestanden, also die außerbilanziellen Kreditvorsorgen der Deutschen Bank sind ca. 400 Milliarden groß, also ca. 20% der Banksumme nur betreffend also eines Obligos. Also mit den außerbilanziellen Gesellschaften wurden also Vehikel konstruiert, die man also sicher als Zombie-Instrumente titulieren kann, die also völlig außer Kontrolle sind. Und es gibt genügend Berichte, wo damals der Herr Ackermann schon also eben die Risiken, also die toxischen Papiere oder ich sage einmal die schwer einbringlichen Kredite eben irgendwo nach Delaware ausgelagert hat. ATTAC hat einmal eine Liste veröffentlicht, hat die Deutsche Bank über 1.000, ich wiederhole, über 1.000 außerbilanzielle Gesellschaften.
Und die erste Frage war, glaube ich, private Geldschöpfung. Ja, also ob das so beibehalten wird. Ja, naja, ich stelle mir einfach die Frage, dann können wir das Wasser auch privatisieren, wir können auch die Luft privatisieren, wir können 100% der Bildung privatisieren, wir können die komplette Gesundheit privatisieren. Wieso soll man das Geld privatisieren? Ich verweise auf Irving Fisher, der vor 100 Jahren schon fast geschrieben hat, in seinem Buch 100% Money, und da verweise ich jetzt auf Österreich, und da muss ich dann wirklich lachen. In Österreich, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, meine Herren, ist ja das Bankgeheimnis im Verfassungsrang festgeschrieben. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Aber die Geldschöpfung, wie das Geld entsteht, und das meinte Irving Fisher, ist natürlich ein Verfassungsrecht. Ja? Meines Erachtens kann man darüber gar nicht diskutieren. Das muss in breiten Bevölkerungskreisen vom Parlament hinunter debattiert werden, in jeder Bezirksveranstaltung. Woher kommt das Geld und wieso dürfen Private das Geld erzeugen? Und deswegen sage ich, ist die Frage für mich natürlich zu verneinen, weil ich genauso wenig, wie ich das Wasser privatisiert haben möchte, möchte ich das Geld privatisiert haben. Ja. Volker? Gut. Also auf den Punkt Giralgeldschöpfung, ja, ich bin dem System gegenüber durchaus kritisch eingestellt, aber ich möchte auch mal sagen, es steht hier mal der Eindruck, als könnten Banken unbegrenzt das machen. Nein, es gibt ja Grenzen, es sind Leitpfosten eingezogen und die Zentralbank ist ja eine öffentliche Institution und ist über Gesetze in ihrer Aufgabe definiert. Wenn dann die Zentralbank über ein Bankenrecht den Banken Giralgeldschöpfung in einer bestimmten Bandbreite zugesteht, dann ist es gut, weil das in meinen Augen eben auch dafür zu führt, dass regional mit hoher Subsidiarität sinnvolle Investitionen getroffen werden. Also grundsätzlich glaube ich, das Giralgeldsystem, das, was wir jetzt sehen, wird Bestand haben. Der entscheidende Punkt ist, wo etwas sich ändern muss in der Struktur der Banken. Und jetzt möchte ich einen Punkt bringen, der hier überhaupt noch nicht angesprochen war, aber bei der Beantwortung der Frage wichtig ist. Was ist eine Bank? Nehmen Sie mal eine Bank wie die Bremer Landesbank, die Sparkassen, Raiffeisenbank. Ich will es doch mal sagen. Dann haben die einen Anteil an der Bilanzsumme von 60-70%, manchmal sogar noch mehr, reines Kreditgeschäft. Nehmen Sie jetzt mal die Global Player, Deutsche Bank und die großen Investmentbanken, die haben einen Anteil von 10-20% direktes Kreditgeschäft. Das sind keine Banken, Broker, die vorgeben, Banker zu sein. Und diese Strukturwandel seit 1990, seit dem Ende des Kommunismus, ist markant. Ich bin Kind der Deutschen Bank. Damals hatte die Deutsche Bank, als ich sie 90 verlassen habe, 56% der Bilanzsumme direktes Kreditgeschäft. Heute 11. Das sind die Krankheiten. Das heißt, wenn wir hier die Geschäftsmodelle, und dann reden wir über das Thema Entschleunigung, wenn wir die Banken wieder dazu bringen, dass sie Banken sind und nicht Broker, die vorgeben, Banken zu sein, dann werden wir auch eine angemessene Kreditwürdigkeitsprüfung haben. Dann haben wir diese Entschleunigung. Und deswegen war für mich das Jahr 1990 wichtig. Ich kämpfe und setze mich aggressiv dafür ein, dass Banken wieder Banken sind und dass wir die anderen Banken zerschlagen. Da macht Frau LaRouche in Amerika ja auch, Frau Sepp LaRouche, einen sehr guten Job in diesen Dingen, dass wir Banken zerschlagen, dass sie wieder auf ihre volkswirtschaftlichen Funktionen reduziert werden. Und dann hat das Giralgeldsystem mit den Leitplanken, die über eine Bankenregulierung gegeben sind, einen absolut sinnvollen volkswirtschaftlichen Effekt bei subsidiärer Gestaltung und damit auch regionaler Gestaltung der ökonomischen Bedingungen. Also das ist für mich der Weg und das ist der Lösungsweg. Darf ich noch kurz eine Antwort geben? Ja, und danach kommen wir zur nächsten Zuhörerfrage. Ja, okay, also zur Geldschöpfung und Zentralbankenrolle. Sie wissen ja, Herr Helmer, dass der Zins natürlich die Geldmenge überhaupt nicht regulieren kann. Wenn 99% der Geldmenge die Geschäftsbanken, und ich bin ja bei Ihnen, bei den unterschiedlichen Ausformen, also von Investmentbanking, Hedgefonds, Geldmarktfonds bis hin zu den kleinen Gewerbebanken, ich nehme an, die Bremer Landesbank ist noch eine, die Unternehmungen und natürlich vielleicht also die Kommunen auch versorgt, dass da große Unterschiede im Geschäftsmodell sind, da bin ich ja bei Ihnen. Nur ändert das also mit Verlaub A nichts an der Geldschöpfung, ja, die also zu 100% als Kredit entsteht, das heißt, das ändert natürlich am System nichts. Und B, die Zentralbank hat ja genau das Gegenteil gemacht. Wie Sie wissen, haben die vor anderthalb Jahren, die EZB, die Mindestreserve gesenkt von 2% auf 1%. Das heißt, der Kredithebel ist um 100% gestiegen bei allen Banken.
Die machen ja genau das Gegenteil. Sie wissen ganz genau, dass in China die Mindestreserve um die 20% ist. Also wenn ich schon die Geldmenge, die überbordende, die, wenn ich sie richtig verstanden, über fälschlicherweise in Spekulationen und sonstigen Geschäften mündet, da bin ich auch bei Ihnen, dass das natürlich zu verdammen ist und eingestellt gehört. Aber die EZB macht ja genau das Gegenteil dessen, indem sie ja die Mindestreserve senkt und nicht erhöht. Vielleicht noch einen Satz auch über die letzten 10, 12 Jahre, das habe ich mir auch ganz genau angesehen. Und da frage ich mich wirklich, welche Leute überhaupt in der EZB sitzen. Sie wissen, das Geldmengenziel der EZB ist 4,5%. Das liegt jetzt schon mal 2,5% über dem Inflationsziel. Das ist für mich schon mal hinterfragenswürdig. Und zum Zweiten, wenn ich mal die effektive Geldmengenausweitung von M3 ansehe, dann ist die also bis 2008/09, wo das sichtbar zurückgegangen ist, liegt die zwischen 8 und 12% pro Jahr. Also über eine Dekade genau das Doppelte. Und über eine Dekade, ja? Also da hätten ja alle EZB-Direktoren schon längst eingreifen müssen und halt die Mindestreserve erhöhen müssen. Also die Zentralbanken machen genau das Gegenteil dessen, was sie meinen, das notwendig wäre, und da wäre ich wieder bei Ihnen. Gut, aber einen Punkt zur EZB möchte ich noch bringen. Die Bilanzsumme der EZB sinkt. Richtig. Das ist ein Punkt. Und wir müssen bei der Krisenbekämpfung, wir haben die größte Krise seit 1929, und dann müssen wir uns folgende Frage stellen. Wollen wir das System kollabieren lassen in einer arbeitsteiligen Welt, wie sie noch nie vorher da war? Spielen wir 2932, dann spielen wir übrigens auch mit der Demokratie, siehe Deutschland 33, oder versuchen wir über unorthodoxe Maßnahmen und Strukturpolitik das in den Griff zu bekommen. Also Art 1, die EZB-Bilanzsumme sinkt. Die langfristigen Repos, die rausgegangen sind vom Volumen, sinken, deswegen die Bilanzsumme der EZB. Und die EZB macht schon in meinen Augen eine sehr gute Politik, denn wir kaufen Zeit. Wie lösen Sie eine Krise? Eine Krise ist ein Klimax, ein Problemfall, der eine hohe Amplitude hat und in einem kurzen Zeitraum sich auswirkt. Wie entspannen Sie eine Krise? Sie verlängern den Zeitraum der Anpassung und machen ihn damit verdaulich. Das ist das, was wir hier im gesamten Westen machen, aber es gibt qualitative Unterschiede größten Ausmaßes im Management. Und da bin ich durchaus zuversichtlich, und damit greife ich vielleicht jetzt im Ganzen vor, was wir hier machen. Es ist eine Operation am offenen Herzen, so etwas hat es noch nie gegeben. Es kann gut gehen, es kann auch schief gehen. Ich gehe davon aus, dass es gut wird. Aber ich sage auch, in der Welt, die so komplex geworden ist, wo alles von einem abhängt, was wir spätestens nach Lehman gesehen haben, wäre ein Infarkt. Und wir hatten damals 3 Wochen einen wirklichen ökonomischen Infarkt, wo nichts mehr lief, auch nicht auf den Straßen, wo die Akkreditive international nicht mehr liefen. Dann müssen wir eben auch sagen, solche veränderten ökonomischen Grundkonstellationen, die überhaupt nicht mehr mit 90, 92 Maastricht vergleichbar sind, bedürfen dann auch eines anderen Managements. Und ich finde, die EZB sticht dabei im Verhältnis zu Bank of Japan, zu Federal Reserve oder auch Bank of England enorm positiv hervor. Ich teile diese Kritik an der EZB nicht. Okay, dann jetzt die nächste Frage. Fangen wir auch wieder in Wien an. Und genau. Zwar, wir scheinen auch im Transitbereich im Flughafen von Moskau gehört zu werden, nämlich Edward Snowden möchte wissen, und das passt ja jetzt dazu, ist mit der derzeitigen Politik ein Ende der Finanzkrise in Sicht oder steckt die Finanzkrise noch in ihren Kinderschuhen? Ja, die Finanzkrise, ich würde das zweite bejahen, steckt in den Kinderschuhen. Also das ist jetzt, ich sage mal, Finanzkrise reloaded, würde ich sagen. Ich teile auch nicht, also die Ansicht von Herrn Hellmeier, dass die EZB, wie zuvor gesagt, alles richtig macht. Mindestreserve ist ein Beispiel, wenn der Herr Draghi sich hinstellt und sagt, natürlich kauft er alle Staatsanleihen auf. Ja? Also das ist ja das, was der Jens Weidmann gesagt hat, also, dass die Zentralbanken unendlich Geld aus dem Nichts erzeugen können, weil das Geld halt nur eine Buchungszeile ist. Ob der Herr Draghi 1.000 Milliarden hineinschreibt oder 10.000, ist vollkommen egal, weil die Schulden sowieso nie zurückbezahlt werden und noch nie zurückbezahlt wurden. Weil, wie gesagt, wenn ich Schulden tilge, gibt es ihm dann 100% kein Geld mehr. Die Differenz ist der Zins, und den Zins müssen die Steuerzahler bezahlen. Deswegen ist ja der Zins auch künstlich so niedrig gehalten. Man stelle sich vor, der Herr Draghi würde, um die Geldmenge einzufangen, den Zins auf 3% erhöhen. Ja, dann hätten natürlich Spanien und die südeuropäischen Länder, ich sage einmal, 2-3 Prozentpunkte mehr Zins. Dann sind die ganzen Sparanstrengungen, die also die Regierungen, speziell zum Beispiel in Italien, der Herr Monti gemacht hat, weg. Weil der Zins 60 Milliarden ausmacht. Also deswegen sind ja die Zinsen künstlich
diktatorisch so niedrig gehalten, nur damit die Staaten herauskommen. Wir sind deswegen natürlich erst bei der Krise reloaded, aus dem einfachen Grund, weil natürlich, vielleicht kommen wir darauf noch, was eher jeder weiß und was man überall mittlerweile schon lesen kann, die ganzen Sparpolitik und Austeritätspolitik ist ja empirisch über Jahrzehnte widerlegt. Ja? Das, was der Herr Draghi, Frau Merkel und der Herr Schäuble machen, das ist also seit 40 Jahren, weiß das an jeder, dass das nicht funktionieren kann. Im zweiten Semester Volkswirtschaftslehre spricht jeder vom Sparparadoxon. Ja, ich nehme das Zitat vom genialen Ökonomen John Maynard Keynes. Wenn einer in einem Kino aufsteht, dann sieht der eine besser. Stehen alle auf, sieht keiner besser, aber alle stehen. Also das ist genau das, was falsch läuft in der ganzen südeuropäischen Politik. Und wir stehen deswegen vor der Krise reloaded, weil wir vor großen sozialen Revolutionen stehen, die eh schon längst da sind. Schon vor einem Jahr haben also Leute das griechische Parlament beschossen. Und wenn ich mich nur erinnere, wenn heute der Herr Schäuble in Athen ist und bis zum Flughafen wird alles abgesperrt und es gibt 12 Stunden Demonstrationsverbot, na, dann sagen wir nicht, ist die Krise nicht gelöst, sondern wir haben eine große demokratische, soziale Krise, die eben über das Geldsystem von der EZB und von Merkel-Schäuble initiiert wurde. Laute Intervention. Ich bin der Meinung, dass erstmal die Südländer selber an ihrer Misere schuld sind, weil sie ab eins ineffektive Administrationen haben, zu große Staatsapparate, weil sie nicht darauf geachtet haben, was in der Weltwirtschaft passiert. Das heißt, in der Steuerung ihrer Ökonomien in Richtung Zukunftsfähigkeit sind massive Fehler gemacht worden. Anders ausgedrückt, die Zinsdividende der Südländer wurde nicht investiert, sondern wurde verkonsumiert. Das ist da einfach erstmal um die Schuldfrage zu definieren. Jetzt der nächste Aspekt. Ich sehe es absolut anders, dass wir eben tatsächlich auch mit Strukturpolitik etwas erreichen. Wenn wir mit Strukturpolitik zwar erhöhte Arbeitslosigkeit kurzfristig produzieren, damit aber eine bessere Produktionsfaktorallokation hinbekommen, mit weniger Kollateralschäden und Reibungsverlusten, dann schaffe ich damit Zukunftsfähigkeit bei gesunkenen Lohnstückkosten. Erst recht, solche Anpassungen sind schmerzhaft. Aber um es ganz konkret zu sagen, ich war im Oktober letzten Jahres in Athen, ich habe mit den Unternehmern gesprochen, wir sind dort, haben dort noch einen großen Weg zu gehen, aber heute stehen Unternehmen wie SAP, die ihre Osteuropa-Zentrale nach Athen verlegen, auf der Agenda. Hewlett-Packard geht mit einer großen Investition hin, die Chinesen bauen das Infrastrukturzentrum auf, die Reaktion des Systems, die Lohnstückkosten quasi im Verhältnis zu Deutschland wieder auf dem Niveau von 2004 zu haben, werden sich positiv auswirken. Dafür braucht man aber Zeit. Das ist halt das Problem. Deswegen, also ich möchte hier nicht schwarz malen. Der erste Schuldenschnitt war sicherlich notwendig. Ob ein zweiter notwendig sein wird, sei auch dahingestellt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Der Weg, den Professor Dr. Sinn für Griechenland vorschreibt, einfach zu sagen, wertet mal weiter ab, ist der Weg, einem Junkie eine größere Dosis der Droge zu verpassen, ohne die notwendigen Anpassungen für Zukunftsfähigkeit auch der jungen Generation zu schaffen. Da gehen wir andere Wege, das halte ich für gut. Und noch ein Argument wird immer wieder benutzt, das halte ich für nahezu frevelhaft. Es wird immer gesagt, die Länder können doch nicht aus der Problematik rauskommen, weil sie nicht abwerten können. Länder, die abgewertet haben, hatten ein sehr hohes Zinsniveau zu zahlen. Und genau, eine Währung hat zwei Preise, die Währung, den Währungskurs und den Zins. Und was wir eben mit den Reformländern machen, ist, dass sie einen politisch subventionierten Preis bekommen für die Finanzierung des Staates und auch darüber hinaus. Und damit haben wir genau ein Ventil, um die Möglichkeit zu schaffen, dass solche Länder auch in diesem Wirtschaftsraum bleiben. Und das wird in dieser Diskussion vollkommen ausgeblendet. Das heißt nochmal zwei Preise. Schweden muss den hohen Zins zahlen, konnte dafür abwerten. Griechenland oder Portugal kann ich abwerten, aber dafür bekommen sie eine Zinssubvention für die öffentliche Finanzierung. Darf ich noch kurz replizieren? Ja, und danach machen wir Musik. Okay. Gut. Ich teile Ihre Ansicht im Großen, also überhaupt nicht, muss ich sagen. Vielleicht einmal zum einen, also Südländer Zukunftsfähigkeit. Sie werden ja nicht allen Ernstes behaupten wollen, dass dieser Weg die letzten 5 Jahre in die Zukunftsfähigkeit führt. Ich will jetzt gar nicht die Jugendarbeitslosigkeit und sonstige Arbeitslosenraten zitieren. Das ist eine armselige Wirtschaftspolitik.
sonst gar nichts. Es gibt ja keine Lösung, es gibt ja keine Verbesserung. Ganz im Gegenteil. Nehmen Sie einmal her, es haben ja leider, ja, das wissen Sie und haben Sie sicher auch gelesen, Herr Hellmeier und Herr Schall, also die wissenschaftliche Untermauerung von Herrn Rogoff, der hat sich im Excel-Sheet verrechnet. Ein Olivier Planchet, der Chefökonom der IWF, musste zugeben, dass seine Fiskalmultiplikatoren um 3- bis 5-fache falsch sind. Das heißt, die wirtschaftswissenschaftlichen, unter Anführungszeichen, Annahmen sind komplett daneben. Und das sieht man real seit 5 Jahren. Also bitte, Herr Hellmeier, wenn Sie ja von Zukunftsfähigkeit sprechen, dann zerschlägt es mir wirklich alles im Mund. Ich gebe Ihnen recht, dass die Staaten selber schuld sind, aber nicht in Form der Kreditfinanzierung über die EZB, sondern in Form der Abgabenquoten. Wenn Sie hernehmen, Griechenland, Portugal, Spanien haben Abgabenquoten zwischen 32% und 35%, Deutschland, Österreich von 44%. Und das weiß man seit 12 Jahren. Also die Staatsschuld hat ja mit der Währung nichts zu tun, sondern die Staatsschuld hat mit den Mindereinnahmen zu tun, mit den niedrigen Abgabenquoten. Und ich erinnere Sie, ich habe selber gelesen, 2008 in einem Bericht der EU-Kommission wurde Griechenland, Portugal und auch Irland eben wegen der niedrigen Steuerquote hoch gelobt. Und errechnen Sie sich einmal nach, wenn Deutschland statt 44% 10 Prozentpunkte, also 25% weniger Staatseinnahmen hat, wie hoch und wie schnell die Staatsverschuldung steigt, die ja wiederum mit dem Kurs nichts zu tun hat. Da bin ich bei Ihnen. Ja, aber ich also sage auch nochmal die Veränderung des Kapitalstocks. Also ja, die ist elementar für Beschäftigung, für geringe Sozialkosten. Und da sehe ich uns auf einem verdammt guten Weg, denn da wird das Angebotspolitik, die diese Länder machen, sind dramatisch gefallen, in Griechenland um 13% in den letzten 4 Jahren. Und damit liegen diese Länder auf dem richtigen Weg. Es gibt eine Geschichte der Industrienation, kein Beispiel, dass solche nachhaltigen Angebote im Bereich Lohnstückkosten, insbesondere vor dem Hintergrund deutlich steigende Lohnstückkosten im Bereich der Emerging Markets der Schwellenländer, nicht wahrgenommen worden sind. Es ist eine Frage der Zeit, aber dafür brauchen wir politische Stabilität. Und es wäre wünschenswert, wenn wir die jetzt auch mal endlich etablieren und nicht alles immer in Europa zerreden, was wir auf den Weg gebracht haben. Gut, da muss ich jetzt noch einmal das zu Ende bringen, weil das ist jetzt ganz wichtig für die Hörer, entschuldigen Sie. Also Sie haben vorher richtig gesagt, in der Volkswirtschaft gibt es 2 Preise, da bin ich auch bei Ihnen. Der Zins und die Währung, also der Devisenkurs. So, jetzt erklären Sie mir bitte ganz schnell, wieso besteht ein volkswirtschaftlicher Preis nur aus Löhnen? Also die einseitige, völlig irrelevante Annahme, dass ein Preis nur aus Löhnen oder verbunden mit der Produktivität eben aus Lohnstückkosten bestünde, ich meine, das wird doch in keinster Weise in keinem einzigen Unternehmen und in keiner Volkswirtschaft so sein. Sie vergessen die kompletten Vorleistungen, Sie vergessen ja, was in der Wertschöpfung außer den Löhnen noch enthalten ist. Zum Beispiel Gewinne, zum Beispiel Abschreibung, über das debattiert man ja gar nicht. Wenn ich Lohnstückkosten hernehme, also sprich Arbeitnehmerentgelt im Verhältnis zum BIP, das in Deutschland gesunken ist, nämlich das Arbeitnehmerentgelt, na dann habe ich im Sinne des Volkseinkommens auf der anderen Seite die Gewinne und Überschüsse, die massiv gestiegen sind. Wenn ich die Gewinne und Überschüsse im Verhältnis zum BIP setze, wieso wird denn das nicht mal ansatzweise debattiert? Sie können die Lohnstückkosten noch weiter um 50% senken. Sie werden ganz Südeuropa devastieren. Es gibt keine Lösung in diesem Sinne. Das führt komplett in die Irre. Ich möchte widersprechen. Ich möchte noch mal ein Beispiel nennen. In Barcelona, Nissan baut neu. Ich sage, auch so etwas funktioniert nur über exogene, im Moment nicht über eine endogene Stärke aus der Volkswirtschaft selbst. Also aus der Selbstinvestitionsquote sehe ich es nicht, sondern aufgrund dessen, dass man ein Angebot macht, so wie es die Schwellenländer auch gemacht haben, an die internationale Wirtschaft, dass die Produktionsfaktoren günstig sind und dass eine Effizienz und eine nachhaltige hohe Rendite für realwirtschaftliche Investitionen gewährleistet ist. Und da hatte ich eben von Unternehmen gesprochen, die jetzt nach Athen gehen. Das ist alles noch tentativ, das ist in den Kinderschuhen, aber darüber schaffe ich Beschäftigung. Über Beschäftigung erhöhe ich die Lohnsumme einer Gesellschaft, erhöhe die Konsumquote, all das spielt damit hinein. Ich widerspreche überhaupt nicht bei dem, was Sie... Es ist nur ein Aspekt, wenn wir über Lohnstückkosten reden, aber wir Ja, aber das ist der vorherrschende Aspekt.
Also in der Debatte, nicht jetzt zwischen uns, sondern der vorherrschende Aspekt in der Debatte, ob es jetzt die EZB führt oder die Banken führen oder Ökonomen führen oder die Politik. Ja, ich würde sagen, wir machen mal kurz Musik, dann ist auch wieder die Aufmerksamkeitsspanne der Zuhörer da und danach gehen wir wieder bei dem Thema einen Schritt vorwärts. Bitte, Jan. So, Freunde des Jungle Drum Radio, wir sind zurück und widmen uns nun einer weiteren Zuhörerfrage. Und zwar kommt die von Frau oder Herr Wenzmann, welche etwas zu einem Know-how-Verlust wissen möchte. Ich muss aber vorher nochmal Jan sagen, dass ich mich wieder hallen höre. Und zwar, das ist keine wirkliche Frage, die muss ich dann gleich als Frage stellen, aber geschrieben wurde: Wenn der Euro wirklich crasht, dann ist Europa doch gar nicht mehr dazu fähig, sich aus eigener Kraft wieder aufzurichten. Ein zu großer Teil unserer Produktion wurde mitsamt dem dazugehörigen Know-how nach Asien verlagert. Dieser Know-how-Verlust ist so gut wie unumkehrbar. Da frage ich jetzt nach Bremen, stimmt das? Also, ich tue mich schwer, das so singulär zu beantworten. Ich habe jetzt auch ein Echo auf dem Ohr. Es wäre schön, wenn wir das runternehmen konnten, das irritiert. Sondern ich sehe diesen Crash des Euros unter einem anderen Aspekt als enorm gefährlich an, der dann sogar noch diese Sorge, die hier deutlich wurde, bei Weitem übertrifft. Und zwar, wenn der Euro crasht, wenn der Euro auseinanderbricht, dann sind wir mit einer Finanzkrise aufgrund der Internationalisierung des Finanzgeschäftes konfrontiert, wogegen die Lehman-Pleite ein Ritt in einer Sahnetorte war, um es so auszudrücken. Mehr noch, auch in der Realwirtschaft, in der globalen Realwirtschaft mit Just-in-Time-Lieferungen hätten wir ein Chaos als Folge, denn losgelöst jetzt einmal, wo die Produktionsfazilitäten sind, würde als erstes Zusammenbrechen der internationale Warenverkehr, der über Akkreditive aufgebaut ist. Die Akkreditive sind das Geschäft der Banken mit der geringsten Profitabilität. Das würde sofort zur Disposition gestellt werden. Sie brauchen Linien zwischen Banken, also Kreditlinien zwischen Banken. Die würden wegfallen. Wir hätten ein Chaos, so, dagegen wäre 1929, 32 sehr viel übersichtlicher mit autarken nationalökonomischen Gebilden gewesen. Insofern der Preis des Auseinanderfallens der Eurozone wird in meinen Augen von vielen Kreisen, und da reden wir auch von Herrn Lucke oder Herrn Professor Dr. Sinn, vollkommen falsch dargestellt. Die Verwobenheit der globalen realwirtschaftlichen Ströme plus Finanzwirtschaft ist so hoch wie nie zuvor und ist eins der größten Risiken unter systemischen Gesichtspunkten. Und hiermit zu spielen, ist nicht nur ein Spiel mit Ökonomie, sondern auch mit politischer Stabilität. Bin ich dran? Ja. Na gut, Herr Hehlmeier, ich weiß nicht, Sie brüllen da in das Horn der Regierungen. Ich weiß nicht, wieso. Und ich sehe das, sag einmal, ziemlich differenziert, möchte ich einmal sagen. Punkt 1, die Lehman-Pleite hat ja gar nichts ausgelöst. Ich bitte Sie. Die Lehman Brothers hat eine Bilanzsumme von 620 Milliarden Dollar. Das sind ca. 440 Milliarden Euro. Und wenn ich nur sage, ich kann ja an der Börse, wie Sie wissen, 1000% gewinnen, aber nur 100% verlieren. Wenn eine Firma pleite macht, ist 100% Verlust die Bilanzsumme. Das Vermögen ist futsch. Also die 440 Milliarden haben doch nicht das Erdbeben ausgelöst. Das ist doch die größte Lüge aller Zeiten. Wenn ich hernehme, nur die Euro-Banken hatten damals 2008 eine Bilanzsumme geschätzt von 25.000 Milliarden. Ja? Wenn ich hernehme, sie hatten ein Tier-1-Kapital, ein Eigenkapital von 5%, das ist ca. 1.250. Also wenn alle Schulden, alle Papiere von toxischen Papiere der Lehman
Brothers nur bei den Eurobanken gewesen wäre, wäre es vielleicht 40% deren Eigenkapitals gewesen. Also bitte hören wir doch auf, endlich mit dieser kindischen Lüge, versuchen wir doch ein bisschen damit die Zusammenhänge differenziert zu betrachten. Herr Brigitte, da muss ich ganz knallhart widersprechen. Ich kann mich sehr wohl an diese Zeit erinnern, nach Lehman. Lehman war, haben Sie vollkommen recht, von der Größe der Bilanz, Sie sehen es wieder nur auf den Zahlenaspekt, vollkommen überschaubar. Wir haben ein System, das nur auf Vertrauen basiert. Im Zuge der Lehman-Krise sind die Kreditlinien zwischen den zwischen Amerika, Europa, innerhalb Europas, überall in sich kollabiert. Und das ist das systemische Risiko. Es ist nicht die Bilanzsumme von Lehman, das ist eine irrsinnige Irrtum. Und mehr noch, wir haben als Folge, Lehman war der Katalysator. Wir hatten sehr viel Krebs im System vorher, darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber dieser Katalysator, dieses Ding, ach, Lehman ist überschaubar, Sichtweise aus der US-Zentralbank Treasury, und übrigens der meiste Schaden liegt ja bei den Europäern, das war wirklich O-Ton so. Die Folge war, dass wir eine globale Intervention brauchten, und zwar auf G20-Ebene, die 60% der Weltwirtschaftsleistung des Jahres 2009 ausmachte, aufgrund eines vollkommen, wie Sie es richtig darstellen, überschaubaren Problems niemals. Was würde passieren, wenn die Eurozone zerfiele? Das Bankensystem, hat eine ganz andere, ein ganz anderes Volumen, das wäre eine ganz andere Qualität. Das wäre so ungefähr die Bombe von Nagasaki im Vergleich zu den Massenvernichtungssachen, die wir heute haben. Doch, bitte, Herr Hedlmeier. Nein, das ist eine Diskussion, die habe ich auch mit Sinn und Lucke geführt. Also ich weiß, ja, worüber ich rede. Mit wem auch immer, das ist ja nicht so wichtig. Also der Lehman Brothers, jetzt nehmen wir mal her, das, was im Interbankenmarkt war, da bin ich ja bei Ihnen. Aber ich bitte Sie, das war doch nicht 60% des Welt-BIPs. Das waren doch keine 42.000 Milliarden Dollar. Das ist doch einfach nicht wahr. Hören Sie doch auf mit solchen, ich sage mit Todesszenarien. Alle Konjunkturmaßnahmen, die daraus erfolgten, entsprachen 60% des Weltwirtschafts. Was macht jetzt die EZB? Sie stellt 1.000 Milliarden den Banken, den Eurobanken zur Verfügung. Wenn Lehman Brothers, natürlich haben die Banken untereinander das Vertrauen verloren, das ist richtig. Sie haben sich gegenseitig kein Geld mehr geborgt. Na, dann schaut die EZB, und Sie wissen ganz genau, dass ihr Bernanke also viel schneller reagiert hat. Die haben ja dann 5.000 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt für 6 Monate. Aber das ist doch keine Weltkrise. Dann können Sie sich alle bei der Zentralbank bedienen, dafür ist sie ja da. Also hören wir doch auf, diese Todesszenarien an die Wand zu malen. Wirklich, ich muss echt sagen, das geht jetzt schon irgendwo in die Alpensaga hinein. Kommen wir zur Euro-Krise. Natürlich wird der Euro scheitern. Das ist für mich so sicher wie Amen im Gebet. Eine Währung, die man retten muss, das ist kein Problem. Gehen wir doch zurück bis 1999. Ja? Es haben alle Länder relativ das höchste Wachstum gehabt in den 60er, 70er, 80er bis in einige 90er Jahre. Lassen wir mal Bretton Woods beiseite, mit allen Verwerfungen konjunktureller Art, alle 4 bis 6 Jahre, also in den 70ern, 80ern und 90er Jahren. Und alle hatten sie eine eigene Währung. Und alle haben prosperiert und alle haben sie die höchsten Wachstumsraten gehabt. Ich weiß schon, 70er Jahre kann man mit dem Jahr 2010 nicht mehr vergleichen. Die BIP sind höher und die Wachstumsraten sind natürlich niedriger. Aber jetzt wirklich so zu tun, als ob das zuvor mit den X Währungen alles so schlecht wäre, das ist natürlich also bei weitem daneben gegriffen. Sagen wir doch wirklich, was die Machtkomponente ist, Herr Hedlmeier, die kennen Sie so gut wie ich. In der Wirtschaftspolitik unterscheiden wir zwischen Geld- und Fiskalpolitik. Und wenn ich eine Währungsunion habe, dann geben die Länder die Geldpolitik an die EZB ab, mittlerweile 18. Ja? Und das, was sich abspielt mit Schäuble heute, und ich erinnere noch an Zypern und an den Herrn Draghi, wenn er am Sonntag sagt, die Zyprioten bekommen kein Geld, das ist Machtpolitik. Das ist die Politik des Geldes in den Händen einiger weniger. Und wenn die Zyprioten und die Griechen ihre eigene Währung hätten, dann könnte die eigene Zentralbank längst, unabhängig von Steuern und sonstiger Korruption, ihr eigenes Geld erzeugen, und sie brauchen sich nicht, ein ganzes Volk muss nicht zur EZB gehen und um Geld betteln. Das ist doch die Machtfrage in einer Währungskomponente, deswegen klammern sich alle so daran, dass 18 Länder unter der Knute der EZB sind und um Geld sich anstellen müssen. Und wenn sie wieder hinausgehen, und über die Schäden können wir ja locker debattieren, dann ist es eben nicht so. Dann ist eben die EZB überhaupt kein Machtfaktor mehr. Darum geht es und um sonst gar nichts.
Wenn wir das runterbrechen, was sind denn die Dimensionen? Die Dimensionen sind zweierlei. Das erstens die Staatsschulden und das zweite natürlich die außenhandelswirtschaftlichen Verflechtungen. Und wie gesagt, ich kann ja das auch managen. Sie wissen ganz genau, dass im Sinne von Kursen ja die Schweiz seit 30, 40 Jahren immer wieder den Schweizer Franken stützt. Früher hat es bei der D-Mark-Stützungen gegeben und eine Finanzminister Schiller, Detto in Österreich. Alle Währungen werden natürlich manipuliert. Und wenn ich hinausgehe, na, dann gibt es halt eine sukzessive Auf- oder Abwertung. Es muss ja nicht auf einmal alles mit 50-70% daherkommen, was man die letzten 12-13 Jahre an Missallokationen erlebt haben. Und zum Zweiten wird es natürlich ohne Staatsschuldenschnitt sowieso nicht gehen. Außer sie haben das, was sie dann wollen, und dann haben sie die totale Macht in Brüssel, nämlich dass alle Staaten für alles haften, für alle Bankschulden, für alle Staatsschulden, whatever. Und was haben wir dann? Einen Einheitsbrei. Einen Einheitsbrei und fünf Leute entscheiden über dann 350 Millionen Menschen und alles nur wegen einer Geldpolitik. Also das halte ich jetzt für sehr verkürzt, was Sie gesagt haben. Gerade im Hinblick auf fünf Leute entscheiden. Ganz so ist es ja nun nicht. Also das ist für mich eine böse Übertreibung. Und A2, noch einmal. Ich bin ein absoluter Vertreter für die Eurozone. Wir sind hier auf dem richtigen Weg. Wenn Sie uns anschauen, wir werden dieses Jahr eine Neuverschuldung von 2,9% der Wirtschaftsleistung haben. Gegenüber USA 6,5%, gegenüber Großbritannien 6,5%, gegenüber Japan 10%. Wir haben eine aktive Leistungsbilanz. Wir haben in den letzten 4 Monaten die höchsten Leistungsbilanzüberschüsse. Und das ist ein Ausdruck von Konkurrenzfähigkeit. Übrigens eben dann auch der Reformländer. Dazu kommen wir nachher noch. Das ist nämlich sensationell, was dort derzeit passiert. Ich möchte das nicht alles kleinreden. Der entscheidende Punkt ist doch, jedes dieser Reformländer derzeit hat durch die eigenen politischen Entscheidungen die Position eingenommen, die diese Krise erst ermöglichte. Und da hat Handeln Konsequenzen. Und dann gibt es Solidarität aus dieser großen, starken Gruppe heraus und eine Bewegung Richtung Nachhaltigkeit über Fiscal Compact, über den Fiskalpakt. Das halte ich für gut. Wir haben, wenn wir dieses System umsetzen, innerhalb der Eurozone umsetzen, Herr Breter, dann haben wir ein Modell, das viel besser ist als das der USA, Großbritannien, Japan. Denn wir werden Fehlentwicklungen sowohl fiskalischer Natur als auch in der Steuerung der Volkswirtschaften am Anfang bekämpfen. Das ist besser, als wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Dieser Gedanke ist, glaube ich, ich finde ihn enorm ökonomisch erotisch, um es mal so auszudrücken. Naja, das ist ja ökonomisch erotisch, das ist wirklich naiv jetzt, was ich gesagt habe. Ich möchte eine konstruktive Frage stellen. Ja. Wenn die Leute sich denn fragen, wie man, wenn man das wollte, die Eurozone auflösen würde, ohne dass hier Krieg und Chaos und so weiter entstünde, wie würde man das denn machen, Ihrer Vorstellung nach? Ja, man muss natürlich das auch begleitend managen über Jahre. Nicht? Man hat ja jetzt, eine Währungsunion seit 1999, also zuerst halt und seit 2002 mit der echten Währung. Und natürlich kann man, und das sind die Kriegsszenarien oder die Untergangsszenarien, die von der Politik an die Wand gemalt werden und die jeder hinterher brüllt. Ja? Ah ja, dann Deutschland verliert 50% der Exporte, das ist natürlich Schwachsinn. Also so wie die Schweiz zum Beispiel zum Euro ein Verhältnis von 1,2 festgelegt hat und den stützt, dann muss ich halt sukzessive zu fixen Wechselkursen zurückkommen. Das war ja auch die prosperierendste Zeit bis 1971 mit Bandbreiten. Und das kann ich mir aushandeln und so kann ich sukzessive die Abwertungen über einen Zeitraum von 5, 7, 8 Jahren machen. Es ist ja ein Irrsinn, sowas in 1, 2 Jahren durchzuführen. Davon spricht ja kein normaler Mensch. Das ist einmal das eine. Das zweite, und da bin ich wieder bei Ihnen, Herr Hellmeier, also ich muss wirklich sagen, die Staatsschulden haben ja mit der Währung nichts zu tun. Das haben wir ja vorher schon geklärt gehabt. Ja? Und wenn jetzt die EZB eben die Währung, die Staatsschulden von Griechenland, Portugal aufkauft, weil sie dann am Finanzmarkt nicht bedient werden können oder mit 6, 7, 8% Zinsen, die wiederum mit dem Sparpaket nicht übereinstimmen, weil 8% mehr Zinsen, wie gesagt, bei Italien sofort 50 Milliarden bedeuten und dort die Sparanstrengungen wieder vermiesen, also das geht eben nicht, ja, dann muss ich halt natürlich zurückführen, die Geldpolitik an den nationalen Staat, ob dann wieder die Drachme kommt oder Tsatsiki oder irgendeine andere Währung, ist doch völlig unerheblich, das ist ja irrelevant.
Aber relevant ist, dass die Geldpolitik wiederum der nationalen Wirtschaftsentwicklung angepasst wird. Und dort gibt es sehr viel zu tun, weil die letzten 5 Jahre der EU-Politik, das war ein menschliches und wirtschaftspolitisches Desaster sondergleichen. Wissen Sie, wie das klingt? 1992, als Schweden seine Probleme hatte, haben alle Schweden für immer abgeschrieben. Für immer abgeschrieben. Ich kann Ihnen eins sagen, wir werden genau dasselbe mit unseren Reformländern erleben. Aber zurück zur Frage von dir, Lars. Ja. Wenn die Eurozone wirklich zerfiele, dann kann ich nur Folgendes sagen. Und wenn wir zurückgehen zu nationalen Systemen mit nationalen Währungen und nationalen Zentralbanken. Art 1, die Verschuldung der Länder ist im Euro und ist in irgendeiner Form in Hartwährung zu bezahlen. Wir hätten einen sofortigen Infarkt der gesamten ökonomischen Strukturen. Mehr noch aufgrund dessen, dass die Schwachländer ganz klar definierbar sind, wäre eine internationale Kapitalzufuhr überhaupt nicht denkbar. Also ich kann nur eins sagen, wer das aber sagt, ach, dann setzen wir es auf und selbst über 2-3 Jahre, wenn wir einen Prozess von 2-3 Jahren machen mit Festkurssystemen und sukzessiven Abwertungen, dann werden Sie keinen Kapitalzufluss in diese Länder sehen. Dann wird der ökonomische Schmerz, der dort zu verspüren ist, dramatisch höher sein als in dem Konstrukt, wie wir es jetzt haben. Und das ist auch der Grund, warum diese Länder im Moment dabei bleiben. Sie versuchen zwar, wie insbesondere die Griechen, immer mal wieder levantinisch hier oder dort eine Ecke rauszuhauen, aber per saldo bleiben sie drin, weil der Grenznutzen, dieses Risiko zu gehen, einfach nicht vorhanden ist. Da gibt es keinen positiven Grenznutzen. Und, Entschuldigung, den Grenznutzen sehe ich in der jetzigen Politik, der ist gegen null, ja? Also ich kann Ihnen nur eins sagen, Politik, ich sehe kein einziger realökonomischer Performance-Indikator weist darauf hin, auf eine Besserung. Seit 5 Jahren. Doch. Wenn der Schäuble und Sie sagen, die letzten 3 Monate, wenn die Importe schneller sinken als die Exporte, dann gibt es einen Überschuss. Das ist aber schon das Einzige. Nein, jetzt gehen Sie bitte auf die Seite von Eurostat und schauen sich die Waren- und Dienstleistungsbilanz. Eurostat, die Waren- und Dienstleistungsbilanz. Entschuldigen Sie, also wenn wir jetzt sagen, Eurostat liefert Fake-Nummern, dann bin ich beim BLS bei Ihnen in Amerika oder bei BEA, Bureau of Economic Analysis. Und dazu habe ich auch ein Buch geschrieben, wie Amerika die Welt bescheißt. Aber bei Eurostat sehe ich es nicht so. Nur zurück auf den Punkt. Die Exporte in Griechenland sind seit 2009 von 44,5 auf 53 Milliarden gestiegen. In einer Phase, wo die Wirtschaft um 25% kollabiert, haben wir ein Wachstum der Exporte um 20%. Und ich eindeutig auch rückgehende Importe, aber das Exportwachstum zeigt eine qualitative Neuausrichtung innerhalb des volkswirtschaftlichen Modells. Ich habe diese Diskussion geführt, das ist faktisch belegt. Es sind Exportmärkte etabliert worden, insbesondere nach China. Noch weiter, in Spanien und Portugal haben wir 40% Steigerung seit 2009. Und das sind belastbare Daten, die die Konkurrenzfähigkeit darstellen, die diese Länder in wesentlichen Bereichen ihrer Ökonomie damit erbracht haben. Denn sonst wäre dieser Export gar nicht möglich. Na, jetzt und das eine ganz entscheidende Gegenfrage. Die Verwendungsrechnung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ist Ihnen bekannt. Wie viel Prozentanteil macht der vom BIP der Export aus? Sagen Sie es mir. Wir haben Exporte in Höhe von 53 Milliarden und insgesamt eine Gesamtwirtschaftsschöpfung von 200 Milliarden in der griechischen Wirtschaft, wenn ich das recht im Kopf habe. Okay, das sind 20%. 20% vom BIP macht der Export aus. Der Inlandskonsum, der Binnenkonsum ca. 60%. Und bei den 60% haben die Sparpakete den um 15% Punkte. Bei den meisten südeuropäischen Ländern, die haben ein Produktionsniveau, Industrie- und gewerblicher Output von 1995, teilweise von 1988, also 20 Jahre. Im ökonomischen Output hat das Sparpaket die einheimische Wirtschaft zurückgebombt. Wenn nun 20% vom BIP Steigerungen sind beim Export und Sie verkaufen das dann als Erfolg, dann haben Sie die ganze Systematik also wirklich nur einseitig betrachtet. Ich habe nicht gesagt, dass alles funktioniert. Ich habe gesagt, Sie sagten eben, es gibt keine einzige Zahl. Und ich wollte Ihnen an dem Beispiel deutlich machen, es gibt sehr wohl eine, sogar eine sehr belastbare, die etwas aussagt über Konkurrenzfähigkeit des Geschäftsmodells.
wenn wir darüber reden, was an Produktionsfazilitäten in diesen Ländern zusammengebrochen ist, bin ich durchaus bei Ihnen. Ich bin auch kritisch, ich verteidige nicht jede Position der Politik. Ich rede seit, das weiß Lars auch, seit mindestens 18 Monaten davon, dass wir eine neue Balance zwischen Austeritätspolitik und Wachstumssensibilität oder ökonomischer Stabilität haben müssen. Darf ich da noch jetzt ergänzen? Wir sind jetzt noch geblieben, also wenn Sie austreten würden, dieses Desaster betreffend, also wenn die griechisch, bleiben wir bei den Griechen, die griechische Nationalbank halt wieder die Geldpolitik übernehmen würde. Naja, was macht jetzt die EZB? Die EZB kann ja nur direkt oder indirekt die Staatsschulden von Portugal, teilweise Italien, Griechenland aufkaufen oder Zypern oder whatever. Wie sie das macht, hinterum versteckt, das ist ja völlig egal. Ja? Wenn jetzt Athen oder Lissabon die Geldpolitik zurücknimmt, ihre eigene Währung ausgibt, na, dann kauft halt dort die Zentralbank die Staatsschulden auf. Das heißt, what for brauchen die einen Kapitalmarkt? Also die hängen halt dann nicht davon ab, genauso wie sie jetzt auch nicht davon abhängen, weil halt der Herr Draghi und die EZB mit seinem Sager halt die Staatsanleihen und die Finanzmärkte angeblich beruhigt hat. Letztendlich kauft er indirekt nur die Staatsanleihen auf. Dann machen die das halt national. Betreffend der Abwertung vielleicht noch ein kleines Beispiel. Wenn wir hernehmen, die ganzen Verwerfungen, die sehe ich auch nicht so wie Sie. Wenn ich hernehme, Italien hat Schulden von 2.000 Milliarden, Spanien von 1.600 Milliarden, Griechenland von 310 und Portugal, glaube ich, irgendwo bei 150, 180. So, jetzt nehme ich her, Spanien verzichtet auf 30%, sind 480 Milliarden, Griechenland auf 150, sind 630 Milliarden, noch 70 von Griechenland, sind 700 Milliarden. Und bei Italien, das könnte man vielleicht noch so durchbringen irgendwo, sind 700 Milliarden wiederum zum Eigenkapital der Banken in Beziehung gesetzt, sind das nicht einmal 45% des Eigenkapitals der Eurobanken. Ich sehe hier keine großen Verwerfungen und wie gesagt, die 30% Abschreibung, Verzicht auf die Staatsschulden, was in der Geschichte bei Staaten, ich sage einmal, jedes dritte Jahr wird irgendwo ein Haircut durchgeführt bei irgendwelchen Ländern, die auf Staatsschulden verzichten und wo sie also mit Ländern ein Moratorium aushandeln. Das ist ein ganz ein normaler Vorgang, das ist da nicht die Hölle. Und wenn ich darauf verzichte, ja, dann ist das also wirklich keine Verwerfung. Es müssen nicht gleich 30%, 40%, 50% sein, nämlich das über 5, 6, 7 Jahre staffle. Mit einer eigenen Währungsausgabe, wo die eigene Zentralbank wiederum das souveräne Geld den Völkern zurückgegeben wird, na, dann bin ich in der Wirtschaftsentwicklung, wie sie bis 1999 ja hervorragend funktioniert hat. Also Sie haben recht, dass es sehr gut vorher funktioniert hat. Bei allen anderen Punkten nehme ich hier durchaus... Wieso soll es jetzt nicht funktionieren? Nein, ich nehme eine andere Position nochmal ein und ich will es auch an zwei Dingen festmachen. Es gibt eine Berechnung von der Prognos AG, was es kosten würde, wenn die Eurozone zerbräche, und zwar für die großen 40 Wirtschaftsnationen dieser Welt. Und da kommt man auf einen Größenordnung von 17 Billionen Euro. Sie haben eben sehr schön zusammengerechnet, wie hoch eigentlich diese Staatsverschuldungsprobleme sind. 2.000 Italien, 1.636, dann kommen wir so auf 4.000 Milliarden. Das ist die gesamte Staatsverschuldung. Die müssen Sie ja gar nicht erlassen. Wir haben also ein Problem von 4.000. Und wenn die Eurozone laut Prognos AG zerfällt, haben wir einen Kostenpunkt von 17.400 Milliarden. Das sind ja nun deutlich mehr. Deswegen sage ich, macht es nicht wirklich Sinn, die Eurozone zu zerschlagen mit den inhärenten Risiken dann auch Richtung des politischen Systems. Es gibt auch eine Berechnung aus dem Bundesfinanzministerium, was ist Deutschland kosten würde. Und da ging man davon aus, im ersten Jahr hätten wir einen Zusammenbruch der Wirtschaftsleistung um 10%. Da das Steueraufkommen in einem solchen Fall, das wissen Sie auch, exponentiell stärker wegbricht, und zwar dramatisch, weil die Umsatzsteuern sind weg, Sie kriegen mehr Arbeitslosigkeit, mehr Sozialkosten. Ich will das jetzt gar nicht alles runterdeklinieren. Da wäre bei uns die Staatsverschuldung ruckzuck in diesem Jahr in der Größenordnung um 12% bis 13% höher. In den ersten 3 Jahren nach einem solchen Effekt hätten wir eine Rückbildung in dieser Berechnung um 25%. Wenn wir einen Einbruch innerhalb von 3 Jahren von 25% der Wirtschaftsleistung in Deutschland haben, Sie messen Wirtschaftsleistung Prozent des BIP, dann liegen wir in Größenordnung Richtung 170% der Wirtschaftsleistung. Hups. Und das sind zwei unabhängige Berechnungen, Herr Brigitta. Und das Problem sind 4.000 Milliarden Euro. Ich kann Ihnen nur eins sagen, da gibt es für mich, und da sind wir wieder beim Begriff Grenznutzen, und Grenznutzen ist österreichische Schule, dann gibt es keinen positiven Grenznutzen dafür. Und ich finde es unfassbar, wie wir dieses Modell Europa zerreden, oder einen anderen Aspekt noch, der ganz, ganz elementar ist, nämlich der Machtaspekt.
Den habe ich zu was sagen. Wir erleben, ist auch eine Form von Finanz- und Wirtschaftskrieg. Denn Geld ist das Transaktionsmittel von Macht. Ich glaube, da folgen Sie mir. Und was wir zugelassen haben, sind Strukturen im angelsächsischen amerikanischen Brett, die sind dramatisch stark. Und wenn wir sagen, wir gehen zurück in die Einzelstaatlichkeit und verlassen den Mantel der Eurozone, dann sehen wir ungefähr so aus wie Deutschland nach dem Dreißigjährigen Krieg 1648. Nämlich politisch vollkommen unwesentlich, nicht in der Lage, die eigene Agenda durchzusetzen. Mhm. War kulturell übrigens für uns dann in Deutschland gar nicht so schlecht, zumindest bis 1933. Ja, da muss ich jetzt schon kurz replizieren, wenn ich darf. Ja. Zum Beispiel, also die beiden Berechnungen, ich habe sie auch gelesen, ich habe kein Detail dazu gesehen, aber vielleicht können wir uns das in einem Nebensatz noch erwähnen. Also die Wirtschaftsleistung der Eurozone ist wie hoch, Herr Hellmeyer? Also der Eurozone. Jetzt 11 Billionen etwa, richtig? Also 11 Billionen Euro. Okay, und wenn die zerbricht, ist der Schaden 17.000 Milliarden, also 50% höher als der komplette Wirtschaftsleistung ausmacht. Ich habe Ihnen gesagt, für die großen 40 Wirtschaftsnationen, das ist ein Gesamtschaden für den gesamten Brett, sagen wir OECD plus die nächsten fünf. OECD, also, das 40, ist auch genau, 40 das Staaten. Das ist auch genauso dargestellt, ja. Okay, dann nehmen wir an, von ca. 75.000 Milliarden Dollar wäre das ca. die Hälfte oder wahrscheinlich 60% des Welt-BIPs, sind wir bei 40, 45 Milliarden, also 30% der Wirtschaftsleistung dieser 40 Staaten wäre der Verlust, ich sage der Verlust, den sie ja dargestellt haben, ja, also nicht die Unwägbarkeiten, nicht Umsatz einbußen, sondern der Verlust, also das glaubt ja kein Mensch, ich bitte Sie, was macht eine Exportfirma für einen Gewinn oder Verlust? 5-6% Umsatzrentabilität. Wenn Sie hernehmen, wenn jetzt Deutschland 5% der Exporte Einbußen hat, dann sinken ja, wie Sie wissen, die variablen Kosten mit. Also es geht ja nicht um den Umsatzeinbußen, sondern es geht um den Gewinn oder um den Deckungsbeitrag. Ja? Und der ist unglaublich geringer. Das ist ja nicht in Umsatz prozentuell zu verifizieren. Ich habe die 17.000 Milliarden gelesen, auch jene von der deutschen Bundesregierung, und ich habe eigentlich einen Lachkrampf bekommen. Weil da kann ich hineinschreiben, so genauso 25.000 Milliarden. Das ist nur politisch instrumentalisiert. Ich sage, wenn man das sukzessive macht, dann sehe ich da überhaupt kein Problem. Zweiter Punkt, ganz wichtig, den haben Sie empirisch außen vor gelassen. Erklären Sie mir anhand von Schweden, wieso ein einzelnes Land, 11 Millionen oder 12 Millionen Einwohner, einen höheren Exportanteil als Deutschland oder nahe auch mit 6%. Eine internationale Verflechtung ähnlich wie Deutschland. Sie haben den Euro seit 13 Jahren nicht. In den 12 Jahren der Eurozone haben Sie das doppelte Wachstum von Deutschland. Mehr als 2, das Vierfache von dem Euro-Schnitt in 12 Jahren. Und Sie sind nicht im Euro. Und es ist ein kleines Land. Und zum dritten Punkt, jetzt wird es abenteuerlich. Nein. Wir haben Deutschland vereinigt. Diese Kosten jetzt in einen Vergleich mit Schweden zu bringen, ist nicht zulässig. Also da vergleichen Sie jetzt Äpfel mit Birnen in einer Form, wie es wirklich sportlicher nicht geht. Na, entschuldigen Sie, ist Schweden in der Eurozone? Nein, aber die in dieser Phase, wo Sie den Vergleich anstellen, dass Schweden besser gewachsen ist. Schweden hat jetzt mal Reformen gemacht nach 92, die wir es sehr viel später gemacht haben. Der zweite Punkt ist, wir haben ab 1990 eine enorme Belastung ertragen durch den Wiederaufbau der sogenannten Ostzone der ehemaligen DDR. Und von daher Vergleiche, vor diesem Hintergrund Vergleiche anzustellen, halte ich für unter akademischen Gesichtspunkten sehr gewagt. Sie haben eines vergessen, ich habe es nicht nur mit Deutschland verglichen, sondern mit der Eurozone. Nehmen wir die Eurozone. Hatte die Eurozone irgendetwas mit der Integration von Ostdeutschland zu tun? Wenn Sie mit der Eurozone vergleichen... Natürlich, weil die EU-Kommission hat Mittel dafür... Deutschland ist die größte Wirtschaftsnation der Eurozone. Das ist der eine Aspekt. Der nächste Aspekt, da bin ich bei Ihnen. Die Südländer haben konsumiert, nicht investiert. Schweden hat investiert. Das sind die qualitativen Unterschiede. Ja. Deswegen bedarf es jetzt an Umbaus dieser Ökonomien hin zu einem investiven Ansatz in ihren Geschäftsmodellen. Das wird derzeit über die Strukturreformen auch mittellangfristig in die Wege geleitet. Okay, und das ist über die Strukturreformen nicht möglich, weil Sie das Geldsystem noch immer nicht verstanden haben. Sie können nicht bei den Schulden sparen und mehr Geld investieren, weil die Schulden immer größer sind als das Geld im Umlauf. Da sind wir wieder letztendlich beim Geldsystem, deshalb in diesem Geldsystem eine Lösung Was passiert mit der Geldmenge der Eurozone seit mehreren Jahren?
Schulden sind immer größer als das Geld im Umlauf, weil der Zins nicht in die Wirtschaft fließt von den Banken. Und wenn Sie jetzt meinen, Sie können Schulden tilgen und investieren mit mehr Geld, na, dann widerspricht das der originären Geldsystemgleichung. Und das müssen Sie halt einfach einmal auch verstehen. Es ist vollkommen egal. Normalerweise ist es doch so, historisch. Ja, noch zu Schweden, lassen Sie mir noch zu Schweden und zur Machtfrage, was der Helmer gesagt hat, was sagen. Schweden bei Deutschland, okay, da gibt es atypische Merkmale, mit DDR bin ich bei Ihnen, dann sind es jetzt nicht doppelt so viel, sondern halt 70% oder 60% mehr. Verglichen mit der Eurozone hat Deutschland von mir aus 20% Einfluss, dann ist es halt nicht das 2,2-fache, sondern das 1,8-fache. Sie sind nicht in der Eurozone, Dänemark ist nicht in der Eurozone. Beide Länder haben in der ganzen Zeit der Eurozone seit 1999 in ca. 8 von 10 volkswirtschaftlichen Performance-Indikatoren sind sie besser. Unabhängig davon, das wissen Sie, sind also die Schulden, die Staatsschulden der beiden Länder circa die Hälfte der Eurozone. Also hier zu argumentieren, die Eurozone ist eine Zone des Wohlstands, das ist wirklich abenteuerlich. Bei der Machtfrage bin ich bei Ihnen. Aber bei der Machtfrage, Herr Hellmeier, da landen wir wieder beim Geldsystem. Und ich bin auch da bei Ihnen, dass wahrscheinlich in der Diskussion sich nichts ändern wird. Und wenn sich nichts ändern wird, na, dann geht es halt weiter in den Graben hinunter, so wie in ganz Südeuropa. Darf ich dazu, also ich bin optimistischer, ich bin sehr viel optimistischer. Wenn wir uns anschauen, die Strukturdaten für die Eurozone, wir haben aktuell in der Eurozone, heute Morgen sind die Zahlen gekommen, ja. Leistungsbilanzüberschuss von 19 Milliarden. Wenn Sie die letzten 10 Jahre, die habe ich auch auf dem Chart drauf, dann haben wir jetzt am Monat oder höchsten pro Monat Leistungsbilanzüberschüsse in den letzten 10 Jahren. Daran erkennen wir auch übrigens den Gesundungserfolg in den Reformländern, was ihre außenwirtschaftliche Position anbetrifft, da haben dann sich dieses Nord-Süd-Thema von Professor Dr. Sinn und Co. in wesentlichen Teilen entkernt. Der entscheidende Punkt, den wir jetzt setzen müssen, und das ist etwas, was ich auch in Berlin immer wieder sage, ist der realwirtschaftlichen Stabilisierung, dass jetzt diese veränderten Strukturen in den Ländern auch wahrgenommen werden durch Real Capital Investment. Wir sind in der Eurozone die Region, die von der Infrastruktur hier und von der Clusterbildung in der Ökonomie, und das ist ganz, ganz wichtig, das wissen wir auch von China, von der Entwicklung hier, von der Clusterbildung, sensationell ist. Es gibt keine Region, die besser aufgestellt ist, weltweit infrastrukturell. Wir haben hier die Eurozone. Als China, meinen Sie? Nein, auch als USA. Infrastrukturell sind wir diese 330 Millionen Enklave besser aufgestellt als jeder andere Wirtschaftsraum vergleichbarer Größe. Wir wollen es jetzt mal nicht mit der Schweiz vergleichen. Da stimmen einfach die Größenvergleiche da nicht. Der nächste Punkt ist, es gibt keine Region der Welt, das ist natürlich nordlastig, wo es pro Kopf mehr Patente gibt, das ist Zukunftsfähigkeit, als die Eurozone. Wenn wir uns als Gemeinschaft verstehen, dann bin ich der absoluten Überzeugung, und das ist auch mein Ansatz, dann haben wir eine Chance, uns auch von dieser Machtachse New York-London zu emanzipieren, die in Richtung Kurzfristigkeit uns gepolt hat. Das ist auch ein Unterschied zu 1990, Bilanzierungsstandards auf Kurzfristigkeit zu fokussieren. Wirtschaft ist Marathon. Wenn ich einen Marathonläufer am Anfang einen Sprint schicke, der kommt nie ans Ziel. Das sind alles Aspekte dieser Krise. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht ausgedrückt. Aber wenn diese Emanzipation nicht stattfindet, die kann nur aus einem Machtzentrum heraus stattfinden, das auch eine kritische Größe hat. Das können wir nicht als Deutschland alleine machen, sondern brauchen sie eine bestimmte kritische Größe. Und die Eurozone hat diese Größe. Dann haben wir diese Chance auf einen eigenen Weg. Und dann haben wir auch eine Chance auf Zukunft. Vor dem Hintergrund Patente, das ist Zukunftsfähigkeit, ausgeglichene Leistungsbilanz, sogar aktuell Überschüsse waren, aber auch mal defizitär. Das rechnet sich dann raus. Im Hinblick auf die Infrastruktur und im Hinblick darauf, sich auch zu erneuern. Und das machen wir im Moment über Strukturpolitik. Die ist schmerzhaft, aber sie schneidet die Fehlallokation des Produktionsfaktors Kapital und auch Arbeit und am Ende auch von Boden ein wesentliches Stück weg. Man erhöht die Faktorqualität damit. Und das ist in meinen Augen der Weg, den Europa gehen kann, auf dem wir sind. Ob er erfolgreich ist, kann ich nicht garantieren, aber das ist der Weg, der für mich zukunftsweisend ist. Der andere Weg ist für mich ein Weg, der in die absolute Abhängigkeit viel stärker als jetzt noch führen wird und der uns unsere Selbstbestimmung, und das ist jetzt auch beim Thema NSA durchaus wesentlich, der uns beim Thema Selbstbestimmung nicht hilfreich sein wird. Also ich bin da gegenteiliger Ansicht. Ich meine, der Weg der letzten 5 Jahre der Politik war eine komplette fehlgeleitete Politik. Alle ökonomischen Indikatoren beweisen dies.
Wenn Sie die Exporte anführen, so mag das stimmen. Ich habe also Ihre Ziffern jetzt nicht überprüft. Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass die letzten 5 Jahre die Exporte dramatisch gesunken sind. Also ein Anstieg von einem 15-20% niedrigeren Niveau um 3-4% nach 5 Jahren, nach einer Devastierung der Bevölkerung, nach der Armut, nach der Arbeitslosigkeit, nach dem Niederbomben der Produktionskapazitäten in die Jahre 1985 bis 1995 zurück, das als Erfolg und als Zukunftsfähigkeit zu verkaufen. Also da müssen Sie wirklich jemanden finden, der Ihnen das auch druckreif irgendwo hineinschreibt. Punkto Patente. Ich bin noch nicht zu Ende. Patente, also wenn jetzt eine österreichische Firma, gibt es ja sehr tolle, bei Clusterbildung bin ich voll bei Ihnen. Es gibt in der Steiermark einen Automobilcluster, der seit 10, 15 Jahren sehr erfolgreich ist, mit Magna von Herrn Stronach, der da jetzt bei den Wahlen antritt. Bei Patenten, also da gibt es eine tolle Firma, wollte ich erwähnen, Firma List, die also den Turbodieselmotor für BMW mitentworfen hat. Aber die Patente bleiben doch national, ich bitte Sie. Das kann ich doch nicht irgendeiner Eurozone anrechnen. Bei der Machtpolitik bin ich bei Ihnen, das ist genau das, was man sieht, was man jetzt beim Schäuble sieht. Also es werden die demokratischen Rechte ausgehebelt und da fährt jemand hinunter, ein Jurist, der also komplett eine verheerende Wirtschaftspolitik verfolgt, mit 100 Millionen im Paket und dann werden also alle demokratischen Rechte ausgehebelt, sodass er durchgeschleust wird vom Flughafen ins Parlament. Mich erinnert das eher an Nordkorea oder an die Jahre von 1989 in irgendwelchen osteuropäischen Staaten. Also ich teile Ihre Auffassung überwiegend nicht. Es sind also keine nachhaltigen Erfolge zu verzeichnen und es gibt überhaupt keinen Grund, wenn man das systematisch über die nächsten 2, 3 Jahre ordentlich managt, auf einen erfolgreichen Weg einzukehren, so wie es Schweden auch gemacht hat. Letzter Punkt noch, Machtpolitik. Sie landen, Herr Hellmeier, ob Sie es wollen oder nicht, Sie landen immer wieder im Geldsystem. Wenn Sie von Investitionen reden, Investitionen können originär immer nur über Schulden finanziert werden, weil ein hundertprozentiges Schuldgeldsystem vorhanden ist. Und da gibt es keine Lösung. Ganz egal, wie Sie es an welcher Schraube Sie drehen, Sie landen immer wieder beim Geldsystem. Und dort sind wir, und da bin ich voll bei Ihnen, natürlich bei einer machtpolitischen Komponente. Volker, deine Zeit läuft langsam hier ab. Du musst um 18 Uhr weiter. Deswegen lass mich fragen, wir hatten ja noch den Punkt des Wirtschafts- und Finanzkrieges. Was wird damit eigentlich gemeint? Damit ist gemeint, dass sich über diese Gleichschaltung, die wir in Amerika über die Working Group on Financial Markets haben und an der indirekt auch andere Global Player beteiligt sind. Für mich ist eine HSBC dazu auch dabei. Haben wir eine Konstellation, wo über diese Machtachse New York-London mit dem finanziell-medizinischen Komplex Machtpolitik global gefahren wird. Das ist meine These und ich möchte eine Begebung aus dem Wirtschaftsministerium dazu anbringen. Dort hat ein Investmentbanker 2011 gesprochen und da gilt die Chatham-House-Regel, Namen dürfen nicht fallen. Ja. War eine interne Runde und er begann seine Rede, da ging es um die Erweiterung des EFSF, um die Abstimmung im Bundestag. Wenn Sie glauben, dass es um Irland, Griechenland oder Portugal gehen, irren Sie sich ganz gewaltig. Es geht um Acht. und das ist ein Ex-Vorstandsmitglied einer sehr bedeutenden global tätigen Investmentbank mit Hintergrund USA. Und das ist etwas, was in der Politik hier lange Zeit nicht verstanden worden ist. Wir können heute die Auseinandersetzung um Macht geht weiter. Und wir haben bei den USA ein fallendes System. Und die Auseinandersetzung findet nicht mehr auf dem Schlachtfeld wie früher statt. Das geht gar nicht wegen Kollateralschäden. Es verschiebt sich. Der Cyberkrieg gehört dazu. Ich hatte letztens mit dem führenden deutschen Berater der Bundesregierung in Berlin ein Gespräch dazu in einer Diskussion bei der Deutschen Welle. Und es ist auch eine Auseinandersetzung am Finanzmarkt über die Machtachsen, die dort zur Verfügung stehen. Und schauen Sie sich das doch mal an. Wir haben diese Bankenaristokratie mit dem angelsächsischen amerikanischen Hintergrund, die über Sheer Size und über die Broking-Funktion enorm potent ist. Wir haben auf der anderen Seite die Ratingagenturen, die genau diesem angelsächsischen amerikanischen Finanzteil gehört. Da kommen dann auch noch Hedgefonds dazu. Dann haben wir Derivate in den letzten Jahren ins Spiel gebracht, wo ich
regulierte Märkte durch unregulierte Derivatemärkte preislich bestimmen kann, dann habe ich den medialen Sektor, der im Finanzwirtschaftlichen immer noch über London und New York bestimmt wird. Der wird nicht aus Bremen oder Frankfurt oder Wien bestimmt. Da werden Sie mir recht geben, Herr Bregeta. Und dann ja, haben wir noch, und das ist der Schlüssel, die Bilanzierungsstandards global auf kurzfristig empfindet und damit die stillen Reserven in den Systemen aufgebraucht und ich schaffe damit eine hohe Reagibilität. Damit kann ich Politik machen. Da kann ich Länder ohne großen Einsatz vor die Wand fahren, wenn sie klein sind. Nochmal, die Schweiz musste aus dieser Konstellation heraus, um die eigenen Strukturen zu retten, zu sehr unkonventionellen Maßnahmen greifen. Ja. Das ist für mich der Hintergrund. Darf ich da ein bisschen ergänzen und dann ist das eh schon das Schlusswort, nehme ich an, oder? Ja, ich möchte den Volker noch eins fragen, aber bitte. Na, tun Sie ja, Herr Schaar. Nee, machen Sie jetzt erstmal. Okay, also Punkt um 8 Komponente, da bin ich voll bei Ihnen. Natürlich geht es darum, es geht nicht darum, ob er die Schulden von Portugal die EZB übernimmt oder nicht. Und ich meinte eben zuvor, natürlich ist das Geldsystem eine Machtfrage. Wie zuvor gesagt, wenn ich halt eine Währungsunion habe und die Geldpolitik ist in der EZB konzentriert und die Regierungschefen müssen nach Brüssel reisen und um Geld zu betteln, ja, dann ist das natürlich eine Machtkomponente. Sehr deutlich habe ich das gesagt, das würde ich die Hörer bitten, das können Sie leicht nachlesen. Es geht nur um Macht, wo ein Artikel von Tony Blair in der Zeit, circa 1,5 Jahre her, wo er das ganz konkret, so wie Sie es jetzt dargestellt haben, angesprochen hat. Also jetzt nicht so dezidiert, also auf die Finanzoligarchie, wenn ich sie so nennen darf, aber da bin ich auch bei Ihnen. Vielleicht nur im Sinne von Geldsystem und von Machtkomponente eine Ziffer, die wir mitnehmen sollten, da bei allen, also Zinsswaps und Devisenkurs, Wechselkursproblematiken, die wir kurz angeschnitten haben. Es erübrigt sich eigentlich darüber nachzudenken, eine Ziffer, die von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich kommt, ist circa ein Jahr alt. Spekulationen gegen Devisenkurse und Zinsen betragen 4.500 Milliarden Dollar je Tag. Also alles, was man jetzt über Zinsen und Währungsabsicherung spekuliert, wird ja ad absurdum geführt mit Derivaten, das, was Sie auch erwähnt haben, da bin ich auch bei Ihnen. Betreffend so einer Bilanzierungsrichtlinien wäre ich auch bei Ihnen. Es ist ja, sagen wir mal, bei Basel II, Basel III wundert es mich immer wieder, ich diskutiere mit einigen österreichischen Nationalratsabgeordneten, dass die ganz einfach Basel II ist an denen spurlos vorübergegangen, jene, die im EU-Parlament sitzen. Was da alles drinnen steht, das war also pure Machtausübung, wie gesagt, bis hin zur Etablierung von außerbilanziellen Gesellschaften und natürlich von allen Bewertungskomponenten, die in der Finanzkrise mit den toxischen Papieren eine große Rolle spielen. Das muss ich Ihnen nicht sagen, Herr Helmer, die Asset-Kategorisierungen, was einzurechnen ist mit Eigenkapitalunterlegung und was nicht. Ich habe jetzt Basel III durchgelesen, eine Verbesserung ist nicht in Sicht. Das kommt vielleicht 2017, 18. Also dann sind wir fast 10 Jahre in der Krise hinterher, unter Anführungszeichen, und passiert ist eigentlich gar nichts. Und letztendlich vielleicht möchte ich mit einem Zitat für die Hörer abschließen, das also diese Machtkomponente unterstreicht. Es gibt den tollen Film, ich weiß nicht, ob Sie den gesehen haben, The International. Ja. Haben Sie gesehen, beide? Ja, und da geht es also auch, nicht Herr Hellmeier? Leider nicht. Aber ja, also da geht es darum. Sehr zu empfehlen, ja, also mit Clive Owen und Naomi Watts und Tom Tick war auch Regie geführt. Und ja, da geht es also darum, wie eine Bank halt Waffen kauft und halt die Kunden, also zwei Staaten gegeneinander ausspielt. Und der Clive Owen und der Naomi Watts sind also bei der EU-Behörde, die also nicht ermitteln darf, sondern nur also Informationen sammeln und so weiter und so fort. Und sie fragen dann also den Banker zum Schluss, na, was das eigentlich soll, also mit Waffen löst man ja keine Konflikte. Und der Banker sagt dann also sinngemäß, die Waffen und Konflikte sind egal. Es geht nur um die Schulden. Man beherrscht die Staaten und Regierungen ohne einen Schuss abzugeben. Wer die Schulden kontrolliert, kontrolliert einfach alles. Das ist das Geschäft der Banken. Gut, dann Volker, letzte Frage. Wir kommen mal zu schuldlosem Geld. Das ist nämlich das Gold. Und ich möchte, bevor ich die Frage stelle, dazufügen, ich besitze kein Gold. Nichtsdestotrotz, Volker, ist Gold ein ganz zentraler Bestandteil des Wirtschafts- und Finanzkriegs? Gold ist ein Bestandteil des Finanzkriegs. Gold hat einen Track Record mit der Geldfunktion
aufgrund seiner Knappheit. Wir haben ein spekulatives Momentum. Ich bin in diesem Geschäft seit 80er Jahren drin, habe in Deutschland, London selbst noch die ersten Goldkredite mitgemacht, Ende der 80er Jahre. Wir haben hier enorme Verwerfungen. Gold ist und bleibt für mich Geld, ein ultimatives Angebot in der Zeit, die von Unruhe und Unsicherheit gekennzeichnet ist. Für mich sind die aktuellen Rückgänge nur dazu geeignet, eher Gold weiter aufzubauen. Für mich bleibt Gold geldbedingt durch seine Funktion, die es in jeder Krise bewiesen hat, nämlich Kaufkraft darzustellen. Punkt aus. Und ist der aktuelle Preisrückgang hat das was mit Angebot und Nachfrage zu tun oder wurde da nachgeholfen? Also es gab viel Papierangebot und es gibt eine sehr hohe physische Nachfrage. Da gibt es also eine Divergenz. Und Fakt ist, dass die US-Großbanken, von denen ich eben schon sprach, das erste Mal seit 12 Jahren jetzt am Future-Markt, am Papiermarkt long sind, nachdem man hier mit massivsten Interventionen seit Oktober letzten Jahres diese Bewegung strukturell an dem Future-Markt sehr professionell geführt hat. Und wenn diese Großbanken long sind, glaube ich, sollte man als Privatinvestor nicht mehr short sein. Mal, weil es eine Anomalie gab von 12 Jahren Short-Position bei diesem Bankensektor. Okay, dann danke ich dir für diese Erklärung und wünsche dir noch einen schönen Abend. Und das Gleiche geht nach Wien. Schönen Abend. Wunderbar. Ich danke auch und es war mir eine große Freude, Brigitte und Lars. Mach's gut. Ja, tschüss. Auch, danke. Dankeschön. So, liebe Zuhörer, das war dann also so die Sendung und jetzt kommt ein Rausschmeißer und zwar heute Nachricht. Das ist ein Gedicht von mir. Und bitte Jan, ab. Heute, da die Nachrichten zu jedem Erdling reisen und mit nie gekannter Geschwindigkeit die Welt umkreisen, da wir auf Norderney wieder unseren Urlaub verbringen, nachdem wir in Guadalajara die Vögel bereits hörten singen, da der Mensch mehr kann, als er beherrscht und versteht und die rasende Zeit in einen Zustand des Stillstands übergeht, da manch einer sich fragt, wohin mit all den Milliarden, während andere Zeitgenossen die viel profaneren Sorgen planen. Da wir so viel wissen könnten wie keine Generation zuvor und doch so bildungsarm sind gleich dem ärmsten Tor. Da kleine Kinder verschwinden, nur um tot wieder aufzutauchen, indes sich Erwachsene en masse das bisschen Verstand wegsaufen. Da wir schädlichsten Einfluss auf das Klima nehmen und uns nach einer Deus Ex Machina sehnen. Da man nicht mehr zu sagen vermag, die Erde wird ewig bestehen, sofern sie noch heute kann in atomarem Feuer vergehen. Heute lasse ich es bewenden mit dem Gedichte schreiben, vielleicht wird mich das weniger Denken zum Glück verleiten.